Mal juste fir Stunde notiert. Okay, das schon gut halb sechs. Ich begrüße euch dann den Abend bei unserer ersten Gemeinderatssitzung für 2022. Und damit wünschen wir euch alle gut ein schönes neues Jahr. Ich hoffe, dass ihr da gut gefeiert habt, auch den Umständen entsprechend mit dem Covid. Muss man eben noch ein bisschen gucken, dass wir da durchkommen. Wir werden noch als kleine Information für Wäsche auch an der Gemeinde den Covid-Check ab dem 15. natürlich auch anfeiern. Und auch für die Leute, die ab die Gemeinde kommen, gibt es eine Umstellung. Wir müssen da gucken, wie wir die Sachen alle gut meistern. Wir haben auf alle Fall auch den Konsei, also die hat die Möglichkeit, euch auf die Lust androhen zu lassen, die an den nächsten Tag auf der Gemeinde zur Verfügung liegt. Und das bedeutet, wenn euch auf die Lust androht, da braucht ihr natürlich den Covid-Check nicht mehr alle Chaos speziell zu machen. Voilà, wir geben dann heute Lastlehen mit dieser Sitzung, wofür in allem auch das Budget dann als Hauptsujet drüber. Ich gebe nur noch gucken, wen als erstes ein Wort kriegt. Voilà, damit wird Roger als erstes Wort und das scheint doch schon die Löschka so gewesen zu sein, weil das meine Löschpost richtig markiert. Dann kommen wir direkt zum ersten Punkt von unserer Gemeinderatssitzung, dass das die Allocation des Subsid extraordinaire aux Victimes des Inondations de Juillet 2021, die wisst oder heute bestimmt nicht vergessen, wo man diese Sommer überrascht gesehen von den Rennmassen hier im Land, der 14. 15. Juli, wo Lützburg ein bisschen am Ausnahmezustand war, für allem verschiedene Gemengen, die mit schweren Heischwasser zu kämpfen hatten. Und wir haben als Schäferrot demnächst reagiert auf zwei Demonten, die wir vier Leute hatten, neben vier der Gemeinde Rösburg-Mompisch, an erst danach ein Subsid zu gehen, etwas zu überweisen, für eben gegen das Schiert. Dann machen wir das immer stimmen. Und voilà, das gibt mich nur Frauen, und ich habe mir gerade so gelöst, stimmt, wir hatten noch ein Froh für den Norden der Jour beizusetzen. Ich vergesse nicht alle Kajas. Der Georges Lutzius wird froh, ich gebe die dann als erste Punkt aufstimmen lassen, für die beizusetzen als Punkt 10 auf unseren Ordre du Jour. Und dann Dono den Debau machen, respektive das Wort zu diesem Punkt. Also die erste Frage für was? Dem Georges sind froh und sind zu froh, können wir die als Punkt 10 treten. Roger? Ja. Ich ja. Cindy? Ja. Loïc? Ja. Frank, ja. Kevin, ja. Joël, ja. Christian, ja. Georges, ja. Paolo, ja. Und Carlo. Ja. Voilà, und dann kommen wir aber bei dem nächsten Punkt. Wie ich so tun, wir haben den Gemeinden des Suen überwiesen. Ich wäre froh, wenn uns der Gemeinderat das konfirmieren kann, dass das so okay ist. Ja. Just ein Frage. Hier am Dorf hatten wir ja auch verschiedene Leute, die das Wasser am Keller hatten, waren von Anwohnern hier aus der Gemeinde keine Demonte kommen, für eventuell eine Unterstützung zu kriegen, weil das für uns nicht greift. Also wir hatten effektiv als eben auch Gedanken gemacht, ob wir nicht sollten hier an der Gemeinde so einen Posten abmachen. Ich muss aber sagen, dass wir mit einem, ich hatte schon gesagt, mit einem blauen Hahn eben noch davor gekommen sind. Wir hatten erst danach bei einer eigenen Gebäude geschaut, wo wir auch ausstreichen. Es wäre sicherlich ein ganz, ganz kleine Zahl von Kellern, die größer Schiertwäsch gedrohen haben. Wir sind nicht damit da konfrontiert gewesen, sonst hätten wir da auch an diesem Kader so ein Budget abgemäht, für eben da zu helfen.
Das leider ist nicht viel, dafür haben wir die Böse nicht mehr. Sollt irgendwie, die Message ist dann noch, dass man sollt irgendwie eh nach etwas tun. Ich habe mit einem Herrn im Stehenhofen selber noch geschwärt, wo sein Garage eben weggefahren ist mit dem Druck vom Wasser. Ich hatte ihm so die Kinder zu schmellen bei uns. Ich weiß noch nicht, ob das über die Assurance gelaufen ist oder nicht. Also mir noch keine direkte Doleance da gekriegt gehabt. Soweit ich bestand andere, das ist ein bisschen mal gültig, sind immer ja auch ein Gemengereglement, wo man Leute finanziell unterstützen für so kleine Mesuren geht und nicht, was individuell zu machen, zum Beispiel unsere Sachen kaufen für heißes Protégieren, so Dinge. Ich weiß nicht, ob ich dann nicht vielleicht ein bisschen gesehen habe, profitieren, ich kann das übergucken, ob das aktuell, also von den Montagen hier, noch von den Sachen, die ich kann, geht machen. Vielleicht also denke ich, so auch vielleicht ein Abhängen für ein das Reglement, das kann sie verschaffen. Ja, war ich als ein ein guter Mach, schön, die so ob ich denke noch, dass ich auch in dem Kontext vielleicht denke, das publiziert, dass ich so etwas hört, weil ich meine, das ist das größte Problem, dass Leute nicht immer wissen, wie ein helfen oder die Monten sie können ausstellen. Ich proposiere, dass wir dadurch vielleicht an unserem nächsten Gemengebot dann noch ein paar thematisieren. Ja, okay. War gut, also wie gesagt, teilen wir für die Gemengen Rosport-Mompisch an erster Nacht. Das ist das zu konfirmieren. Roger? Ja. Ja, Cindy? Ja. Loic? Ja. Frank? Kevin? Ja. Joel? Ja. Christian? Ja. George? Ja. Paolo? Ja. Und Carlo? Ja. Dann kommen wir mal zum Punkt 2, das ist die Nomination von Delegierten für den öffentlichen Transport. Was geht es da genau? Wir geben den Spielern heute ein Delegé an den Membre Suppléant, also in den Ersatz stellt, für die zu nennen, als Transport, Delegat vom öffentlichen Transport. Was ist Ihre Mission? Ihre Mission ist, also, die Kommunikation zwischen der Gemeinde, seinen Anwohnern an der neuen Verwaltung vom öffentlichen Transport zu stellen. Es geht also darum, dass man all die Frauen, die bei uns abkommen, dass den Day kennt, dann über den Delegé Rob checken, also und die Administration kommen los, respektiv umgedreht, wann von der Verwaltung hier Horären oder Anpassungen am öffentlichen Transport sind, dass denen sich auch darum kümmert, dass die ganze Publikation, die ganze Information und Gemeng an und da, wo ihr könnt. Ich ging da, oder mir geben als Chefrot, mich selber dann da proposieren, weil ich auch die Mission gerne gif unhüllen. Und ich habe aber noch gedacht, de Carlo zu proposieren, weil de Carlo quasi alles mitkriegt, was aus Vorplan sind, in viert Film am öffentlichen Transport. Und als du meinst, ich ein gut Rätshand für die Sache am Mann zu behalten, dann ist ich froh, wenn man das so könnte machen. Ich gebe da auch gerne mit Carlo zusammen, dann die Sachen aufstimmen, wenn man ein paar Personen, was man wählt, noch und die Verwaltung adressieren. Und dafür die Propos dann als zwei da zu nennen. Wenn du Remarken sind oder nicht, dann geben wir da zum Wort kommen. Roger? Ja. Ich, ja. Cindy? Ja. Loic? Ja. Frank? Kevin? Joel? Ja. Christian? Ja. George? Ja. Paolo? Ja. Und Carlo? Ja. Da kommen wir zum Punkt 3. Das steht in Contrat dabei. Wir wollen für die Schule kein Foto dabei gemäht, dass das Kadasterparzell gesehen hat, dass ein kleines Parzell oder ein kleiner Ausschnitt von 22 cm, die man gerne geben an der, ob das City Albert Rats, also die Westfreier, oder die nach über die Brücke gegangen sind, wenn sie über City Albert Rats gegangen sind, für rüber ab Hafen zu kommen, gehen wir dann an einer Brücke wie die Haut da ist, und da ist ein Trab rumgegangen, und da konnten die über das Wasser gehen, und die andere Seite ist zum Wurf gegangen. Der Weg für beide Trab, den Leute zwischen dem Besitz von einer Person,
Da hat entretan dann auch die Besitzverhältnisse gewechselt. Und der Mann also in unsere Ruhe getreten, für das Steck eben zu holen, für das auch können zu nutzen, weil heute feiert die Weh, da tischt den zu Parzellen, fällt den auch schüsst, also kann dann kein Wasser sprangen. Mit können den nur sich nicht mehr rüber, weil der Fußgänger weh, an den Autos weh, die feiere ja über die Holzbreck, die wir innen haben. Weil wir aber als du nicht wollen, ob der Platz lo an den Wand gehen, mit dem Terrain, Hummer, der Mann proposiert eben für ein Kontrakt dabei von 9 Jahren zu machen und das zum symbolischen 5 Euro pro Jahr. Da kann man das benutzen. Wir sehen den Moment keine Interesse da, mit wem sie nie wie die Insel, wenn ich dazu darf so, sich vielleicht in der Zukunft entwickelt, was nach alles da an dem Markt geschieht. Dafür als Überlegung für den Mann dann gehen zu kommen und das zur Verfügung zu stellen. Also ist kein Problem für den Mann, der zur Verfügung zu stellen. Ich wüsste, die Kadasternummer, die geht dir nicht verhindert. Ja, das schon dafür doch weder die du, die am Ende nicht richtig ist, weil Kadasternummer normalerweise Feierstellen, vier auf Feierstellen haben. Aber um Geoportal geht es, die du Parzellen nicht. Das ist richtig. Die Kadaster ist dafür auch kein Plan drauf gekriegt, weil ich sie selber nicht rausgezogen habe. Sie ist auch meiner Meinung nach die, die hier auf dem Blatt steht, als auch ein anderer wie die auf meiner Skizze da steht. Du hast ein 2-Meter-Schal, aber die 2 probiert, dass keine genau funktioniert. Dafür haben sie sich erklärt, wir gehen aus sich, hätten wir gerne ein Schreiben, dass klar geregelt ist, dass das Steck, was dann eben auf die Pach, also was du dir an der Tisch stehen, so Proprietäten leid, dass ein Angel macht gerne auf einen Plan von leider Gottes 2005, dass du da klar wirst oder dass der Proprietär klar weiß, dass die Parzelle just gut von 22 Zentimeter. Mehr genaues und ich lo auch nicht do. Ich meine, sonst hätte ich alles ausmussen gehen, für das Steck zu gehen. Wir wollen aus sich verhindern, dass wir mal in ein paar Jahren können, dass ich schon die ganze Zeit die Proppe gehalten habe. Die sind dann nicht die Proppe mehr gekommen, als es meint. Dafür wollten wir mal etwas schreiben. Das ist auch ein Kontrakt, den nicht bei Eis bleibt. Das ist kein den Kontrakt, der also sich für Eis Dokumente. Boah. Das wäre schon gut von mir. Das wäre schon gut von mir, ich wüsste, wie ein paar Zellen wirklich ist. Nee. Das am Geoportal als das ganz Mensch eng Partei. Eine Parzelle. Ich hatte nämlich geguckt. Das ist nicht wie hier so abgedehnt. Also wir wissen und man noch, wo wir mal schwätzen. Es geht von der Woche. Dass wir irgendwie schreiben müssen. Wir können natürlich nur ausmussen gehen, da muss man alles ausmussen. Und das kostet uns viel Geld und Zeit, für dass wir ein Verständnis mit der Person, respektive als weisender Verwaltung, dazu wissen, hey, du hast aber etwas geschrieben, dass der Tod in uns gehört. Da kann er nicht so einfach du nur darauf beharren, dass das los sein wird. Mit dem Mann hat er drei auch gekriegt, ne? Ja. Weil die war 2005, war die noch nicht drauf. Ja, das muss ich dann finden. Ich will mal proposieren, dass wir das heute gut halten, stimmen und wir gucken nach ein paar, ob wir eventuell an dem dritten Dossier können etwas noch mehr Präzises machen, wo wir vielleicht ein Update dann mit der Person da machen. Als da der Kompromiss, ja. Wie gesagt, wir wären nicht dafür, für Lodo etwas rauszuverkaufen, ja. Wenn wir der Meinung sind, wir sollten aber da Lodo kein Terra verkaufen. Roger? Ja. Ja, Cindy? Ja. Loic? Ja. Frank? Ja. Kevin? Ja. Joel? Ja. Christian? Ja. George? Ja. Paolo? Ja. Und Carlo? Ja.
Dann den Punkt 4, Exercice du droit de préemption, wo sich sind wir verpflichtet, wenn wir gefragt gehen, das an den Gemeinderat mal zu holen, und das machen wir auch heute, den Dossier war aber irgendwie nach innen gegangen, und den anderen Dossier, dafür hat er nicht am Kurierlein, den IF hatte ich den noch geschickt, dass die Parzelle, die da hier umplan, ablo gesiedelt, dass das an der Rue des Forges ganz zum Schluss, wo der Wehrhof geht, für den Zweck bei der Arbeit, die wird direkt zu kommen, Kadasterparzelle, Heuparkonto, die stimmt, die sind noch rezent ausgemusst gehen, 4820, aber wir geben nicht so froh, für zu renoncieren, also wir wollen den doten Terrain nicht als Verkaufsrecht sehen. Roger? Ja. Ja, Cindy? Ja. Loic? Ja. Frank? Ja. Kevin? Ja. Joël? Ja. Christian? Ja. Georges? Ja. Paolo? Ja. Carlo? Ja. Voilà. Dann hat er zwei Erbeskontrakte an einem Dossier leihen. Ein, das ist ein Avenant um einem Kontrakt, der 5a. Und da geht es für den Mann um ihn, den das Schulperiode, den Stunden zu erheben, von 3 auf 4 Stunden vor. Und das bis den 15.07.2022. Mann um begleitet kann er für einen Schwamm zu gehen. Und da als hat eben, da braucht er eine Stunde mehr, und wir wollen ihm die auch dann am Kontrakt festhalten, und da gucken wir nächstes Jahr, wie der Bösmann ist, ob er muss, da geht es ihm zurück auf den 3 Stunden, und voilà, da gucken wir dann noch, ob mehr gebraucht wird. Ich weiß auch nicht, ob du den Grund hast, genau Details, aber mit dem Mikro vielleicht. Nein, sie haben das ist ja mehr Kinder, die ja von mehr Hilfe brauchen, spezifische Hilfe, und dafür weil auch Männer gefragt gehen, für Mann zu gehen und eine Hand mit uns zu packen, für das es mehr sicher geht. Mehr warte nicht. Okay. Ich darf schon noch, ja. Fahren dann noch einmal ältere Mann? Momentan nicht, durch die ganzen Corona und okay, so, ja. Fahren keine ältere Mann. Keine ältere Mann. Okay, aber da geben wir den Kontrakt zu auf andere gerne. Roger? Ja. Ja. Cindy? Ja. Loic? Ja. Frank? Ja. Kevin? Ja. Joël? Ja. Christian? Ja. Georges? Ja. Paolo? Ja. Und Carlo? Ja. Du, du warst schnell. Dann haben wir den zweiten Erbeskontrakt an einem Dossier, die Person schafft schon lange bei uns. Und zwar als am Corona-Jahr innergangen, das, was der Schäferrot ausgehandelt hat, mein Mann für ihn anzustellen, ob den 1. August 2020 an der Karriere vom Ouvrier, Kommunalkarriere E. A priori hat man geschmissen, das viel lehren, die hat es darauf aufmerksam gemacht, die letzte Kehr, dass er den noch nicht gekriegt hat, und wir wollten das dann revidieren, und ich den Kontrakt, den Erbeskontrakt, viel lehren. Ich kann just so, dass der Junge ganz gut sein Erbisch möchte, das heißt, die hat ja dann eine lange Periode gehabt, wo er konnte evaluieren, wenn er halt den Kontrakt stimmt. Ich kann, und ich wusste ja nicht, dass der Kontrakt noch nicht gestimmt wird. Er möchte ein gutes Erbisch, und das ganz diszipliniert, und dafür gebe ich das aber gerne nachholen und den Kontrakt stimmen lassen. Roger? Ja. Ja. Cindy? Ja. Loic? Ja. Frank? Ja. Kevin? Ja. Joël? Ja. Christian? Ja. Georges? Ja. Paolo? Ja. Und Carlo? Ja. Da kommen wir bei die verschiedenen Akten, die da am Dossier liegen hat. Das ist den ersten, das ist ein Akt, den auch schon ein bisschen mehr erlässt, von der Kreos, Parzellennummer 4721-15 am Seif. Von 33,60 Cent, wo Kreos auf eine Servitude renonciert. Mehr habe ich hier nicht zu sagen. Dann Roger. Ja. Ja. Cindy. Ja. Loic. Ja. Frank. Ja. Kevin. Ja. Joël. Ja. Christian. Ja.
George. Ja. Paolo. Ja. An Carlo. Ja. Den nächsten Akt, den hatten wir dann noch als Kompromisslein, das par contramentaire, den wir dann aber wollten verkaufen, den auch so ugefroht ging als den Leid bei der bei Lieu die ob der Grove sitte große Mies von den Töchtern, von den vom großen Mies rüberfährt und ob den wie heißt die sitte Grove, ob der Grove. Ob der Grove, ja, das steht ja nicht, ob der Grove. Voilà, und ja, pardon, das ist da, wo die Intersektion ist, wo die Parking ist. Und da haben wir so einen Neck, die sieht 23 Jahre, das ist noch kein Welt, die wir, wo die Leute gefragt haben, ob sie die könnten kriegen. Und da haben wir da kein Problem gesehen, und den haben wir aber zu unserem Preis verkauft, wie wir dann auch am Moment den Terrain an der Blei verkaufen. Die hatten Kompromiss, da leihen, haben erst den Akt, sind da nachher machen zum Akt. Roger. Ja. Ja, Cindy. Ja. Loïc. Ja. Frank. Ja. Kevin. Ja. Joël. Ja. Christian. Ja. Georges. Ja. Paolo. Ja. Carlo. Ja. Und dann den Punkt C als ein droit d'amphithéos. Mit der SNHPM. Es geht hier um Terrain, die wo die Appartemente abgerichtet gehen. Die heute da stehen, sind drei Immeuble und Kompropriété von 8 Appartements chacun. 100 Euro pro Logement indexiert. Den Dossier kennt ihr auch, das ist an der Blei, eben wo wir der SNHPM den Terrain zur Verfügung stellen, für den abordablen Wohnraum zu schaffen. Wenn du keine Frage sind zu dem Akt, das ist der Amphitheus, pardon. Carlo. Wenn du nicht eigentlich direkt froh bist, eine Umwirkung zur SNHPM. Das ist ja auch viel gesehen, dass die Wieser Leute, das ist ja viel gesehen, dass sie Prioritätsrechte haben. Und da würde ich aus meiner Story ein bisschen nur gedrungen, die ich mir ein bisschen sauer abgestoßen habe. Das kannst du zwar gemengt und nicht, das würde ich direkt. Wir hatten ja die Informationsversammlung, die Demos. Und da waren ja schon Leute, die dort aufgerechnet haben, während der Informationsversammlung, dass es schwer ist, für Bannen im DRE, den SNHPM fixiert hat, den Service vom Ministerium des Engagements, den Service des Engagements beizukriegen. Und ich sehe auch gewirkt, dass die Bisa Anwohner dadurch quasi refusiert auf das Dossier, weil es ihnen nicht möglich war, den an dem DRE anzurechnen. Weil sie die Leute mit seiner Beikultur von dem Service der Engagement, obwohl sie den Tag darauf direkt wiedergegangen sind. Und das war als diese Mädchen, weil auch kein Terrain da kriegt, und das fand ich ein bisschen schön, dass sie so restriktiv da vorgegangen sind. Ja, voilà. Ich meine dir da einfach, also ich schon. Auch mit Leuten geschwärt, die sich bei mir gemeldet haben, wo Probleme am Dossier wären, von anderer Natur, aber wie gesagt, also ich will auch nicht Agence Immobilière spielen, das kann ich nicht mehr gerne, wenn der aber so viel hat, also sie sollen sich bei mir melden und da gucken wir eigentlich mit der SNHPM, ob irgendwie, weil ich meine auch, dass sie gesagt haben, sollen den Dossier aber trotzdem aufgehen, dass sie vielleicht auch geschrieben kriegt, dass der Refus da ist, aber sie gucken aber da noch, sie müssen ja irgendeine Richtlinie haben, wenn aber da noch der Fall sich ergibt, dass sie noch könnt, da kann es aber nicht konsideriert gehen, und da gehen noch die Kriterien geguckt. Ich stehe schon nicht an ihrem Ausfall, als ich verfahre, aber so, Madame oder den Herr soll sich einfach bei mir melden, und da gucken wir mal noch. Auf alle Fall müssten wir hin und mal die Amphitheos, die gute Hälfte von Ihnen und Schuhen, für das sie das dort noch können abrichten. Roger. Ja. Ja. Cindy. Ja. Loïc. Ja. Frank. Ja. Kevin. Ja. Joël. Ja. Christian. Ja. George. Ja. Paolo. Ja. Und Carlo. Ja. Dann haben wir den letzten, den Punkt D, wo wir als Gemeinde bei der Madame Scholler ein Terrain aufkaufen, den er auch schon als Kompromiss allein hat oder an der Sitzung hat. Es sind am ganzen 84,48
für 572.700 Euro. Das ist ein Terrain an der Rue de la Chapelle oder viel mehr um Vaubiesch, wo ein zukünftigen Wasserbasing, auf den Stunden noch zu schwätzen kommen, soll ob Gerät gehen. Spanien, auch du, Sie da auch verstanden, oder da, Roger? Ja. Ja, Cindy? Ja. Loic? Ja. Frank? Ja. Kevin? Ja. Joël? Ja. Christian? Ja. George? Ja. Paolo? Ja. Carlo? Ja. Voilà, und damit kommen wir dann zu dem ersten Punkt Budget, und zwar der Budget rectifié von 2021. Ich habe schon ein bisschen etwas präpariert, immer die Kahlzahlen da gucken, was das 2021 geschafft ging. Wir haben an diesem Jahr sich verschiedene Sachen realisiert, verschiedene Sachen umgetrieben, verschiedene Sachen an die Wege gelegt. Unter anderem haben wir den Masterplan bis 2030 mit der Firma MC Lützeburg ausschaffen gelöst, für uns auf verschiedenen Aspekten eine Analyse von der nächsten Linie zu machen, eine zusätzliche Analyse vielleicht zu Sachen, die gemäht sind, für neue Erkenntnisse zu kriegen, für eine Richtlinie zu holen von unserer Politik, die wir an den nächsten Jahren wollen oder sollen umsetzen. Dann haben wir einen ganz großen Arbeitspunkt an Angriff geholt, den natürlich auch finanziell am Budget draufsteht. Ganz viel mit Etüden, ganz viel mit Conseillen, dass das Treffend vom PAG von der Gemeinde. Wir haben den nächsten Wort geholt, das ist mir sich bis dahin nach verschiedenen Etüden an der SUP aufgeschlossen, haben da noch das ganz konsolidiert. An den PAG der Leute erst zum Wort gehen, an den Leuten zur Konsultation zur Verfügung gestellt. Und du kommst den nach mehr interessanten Punkt. Wir haben als Duni, was der Summe mit den Leuten auf den Tisch gesetzt, mit den Reklamanten. Es wären 50 Reklamationen zum PAG rausgekommen. Und wir haben mit den Leuten versucht, an einer ersten Instanz zu verstehen, was hier Doléance ist, und dann noch versucht, wer zu weisen, wie wir vielleicht könnten, eine Solution finden. Entretemps sind die ersten Avien dann noch rausgekommen von den verschiedenen Verwaltungen und Ministerien, sodass wir nur noch auf die letzte Avien werden und dann 2022, dafür steht noch Donnerenker am Budget, wo wir dann den. Also, du weißt gar nicht, das ist auch nicht. Den du, ne? Ich fahre mal weiter. Das ist gut. Das wäre der Stuhl dann. Also das ist auch mehr wichtig, weil ich schätze, wie das, was da steht. Nee, das ist immer flott, für zu wissen, wo ich dann drüben sehe, wenn man nicht mehr läuft. Wie gesagt, beim PAG, du könnt dann noch eine Aufgabe, aber es tut, dass das Tür, da ging ich dann noch drüber an. Nee. Das wären ein paar Stunden, die wir hier da verbracht haben. Dann haben wir aber auch ein anderes großes Projekt, das wir hier an der Gemeinde Vierlein haben, an die Wege gelegt haben. Wir haben eine Jury abgesetzt, eine Jury, die aus einerseits als Büro den uns unterstützt, den hat sich den Lied davon geholt. Und wir haben dann verschiedene Architekten, die wir geholt haben, an diese Jury sitzen. Architekten, das sitzen auch Architekten von der Stadt Lützeburg dran, das sitzen Architekten aus dem Interieur dran. Das ist mir nur so eine Gruppe gemäht von Leuten, die uns könnten helfen, Kriterien aufzustellen, wie wir dann zu unserer Wunschvorstellung von der Platz der Immigration gekommen. Wenn ich so eine Wunschvorstellung, mir hat der Wunsch geäußert, dass die Platz reaménagiert soll gehen, größtenteils autofrei soll gestaltet gehen, naturnah soll gemerkt gehen, dass sie mehr aussprechen, dass für die Bürger hier an der Gemeinde für sich auch da abzuhalten. Und dann einfach ganz wichtig, sollen noch Gebäudigkeiten hinkommen,
die bestehende Gebäudigkeiten teilweise integrieren oder aber auch ersetzen und dann do ein neues Leben für ein Gemeng aufmachen, eine Brasserie an ein Kultur- und Kongresszentrum auf dem ganzen Areal aufzubauen. Ich gehe nicht an den Detail von dem Projekt, darum es geht, und ich will schon sagen, dass wir dann nach verschiedenen Reunionen mit dem Jury zusammen geschafft haben, 2021, für eben hinzukommen, dass wir da einen properen Lastenheft oder Kriterien hätten, für verschiedene Architekten und Schaffen zu kreieren. Wir haben dann noch Kandidaturen gekriegt von Architekten und da haben wir darum die zurückbehalten, zusammen mit dem Jury, den da soll, die fünf, die da sollen ein Projekt aufgehen und kurz vier Runden Feiertag, als dann auf der Gemeinde vier Runden leider Maket, sind dann die passenden Puzzlestecker für da dran gekommen. Schon so, man denkt, im halben Ende, sie ist so gesehen, weil sie für mir Lange gelaufen sind, Stift sind noch nicht richtig gesehen, so sind ich, weiß ich schon, mehr, wenn die Jury da sitzt, aber wir werden die dann nur am Januar, März, Februar, Ende Februar, tagt die Jury dann für eben die Dossiers zu gucken, ob sie konform sind. Das geht auch los schon gemacht, da geht man darüber geschwärt. Und dann Dono gehen Bierger mit angebunden. An den Detail gehen ich dann Dono bei 22, wie es weitergeht. Auf alle Fall 21 sind wir bis dahin gekommen, dass Projekte in Albanien sind. Dann haben wir eine ganz andere Geschichte an der Maison Relais, haben wir die Küche neu gemäht, die aus Ohrhof geschlossen gehen. Das wäre auch kein so ein einfacher Affair, die muss verstehen, wenn die Küche neu gemäht kann nicht daran gekocht gehen. Das wird dann müssen an einer Vakanz gemäht gehen. Und da hatten wir den ein oder anderen technischen Problem, weil das normal ist, wenn es geschafft wird. Aber das wird nur noch ein bisschen Stress gehen, an der Vakanz für das aufzuschließen. Dann haben wir ein Projekt 4 Uhr gefordert, die lest hier Etude, Extension, École, Elaboration des Plans. Wenn man sich zum Ziel hält, etwas zu bauen, dann muss man als erstes Etude machen. Und wenn man Etude möchte, das hält viel Zeit in Anspruch. Für und allem, wenn dann noch eine Etude rauskommt, dann zusätzlich Etude muss gemäht gehen, um zum Punkt zu kommen. Was will ich da sagen? Es ist einfach, Salz zu malen, einen Plan zu malen. Wir müssen aber geguckt gehen, wir wollen ja etwas auf die Schule setzen, als tragfähige Schule, packt sie da überhaupt, die Bauern, die wir draufsetzen. Da haben wir geguckt, da haben wir auch eine positive Antwort gekriegt. Natürlich, wenn wir an die Schule arbeiten gehen, müssen wir eine Mise en Konformité von der Schule machen. Und da das eben natürlich auch dabei rauskommt, dass wir verschiedene Säle, Sachen müssen aufpacken, für die konform zu machen. Das sind alles Aufgaben, die von unserem Architekt, aber auch von unserem Service Technik über den letzten Moment gemerkt sind, auf wo wir optisch als Schäferrot gehen, um die Etüden zu realisieren. Dann sind wir, der nächste Punkt, das ist dieselbe Stunde. Den zweiten Punkt, Etude, Elaboration des Plans pour l'extension de la Crèche. Du hast dasselbe. Wir haben ja ein Mangtum, was als Crèche betrifft. Wir haben nicht genug Kapazitäten. Und wir wollen dagegen wirken, wir wollen schnell dagegen wirken. Wir wollen etwas bauen, dann muss es konform sein, muss da wie, muss es raus sein, dass das auch richtig ist, dass die kann auch können, da sie, wenn sie das wollen. Aber für allem, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, müssen auch die Akteure, die heute schaffen, mit an Boot holen, da das gemäht gehen, müssen mit ihnen zusammen geguckt, wie wir könnten die Crèche gestalten. Relativ sehr hatten wir uns doch geeinigt, bedingt durch die ganze Krise, Covid-Krise, die wir haben, mit der ganzen Preisteuerung, haben wir natürlich müssen feststellen, dass die erste Solution, wo wir wollten gehen, dass dort Material- und Zuschaffungskosten extrem explodiert wären, sodass wir am Lauf geguckt haben, für eine Alternative zu finden. Oder eine andere Lösung, die noch nicht mehr schlecht ist, die aber vielleicht für drin mit daher wäre, die aber nur an den Preisen ganz okay ist, aber wo wir uns dann entschlossen haben, zusammen mit unserem Service Technik, für dann eben den Weg zu gehen. Die Pläne sind aufgeschlossen. Wir werden die dann überhaupt, wie auch viele andere Pläne, Projekte und Konventionen, im Februar ist alles vorliegen. Das geht mir noch schon ein Datum für die Sitzung halt festgehalten. Wo wir ich dann die Sachen alle gut vorliegen, wo wir dann eher ein Video zu anhören, aber wir kriegen Luft tun, dann eben am 22. erkläre ich dann auch da noch die nächsten Etappen erledigen. Dasselbe haben wir gemäht und auch immer Crèche mit der Böschcrèche. Wir haben eine Sit-Ausfund
als fünf Gemeinde, die gut kennt sind, für als Kreis zu bauen. Ich will den noch heute hier so in das Urven um März. Da haben wir einen Platz vis-à-vis, wenn du weißt, wo der Grillplatz ist, vis-à-vis, wo wir einen Terrain haben, den uns gehört, an den wir gerne geben, für den Nutzen von einer Buschkreis unholen. Für das zu machen, muss ich natürlich sich mal als ich umfrohe, wie er sein Buschkreis, das klar, dass ein Buschkreis nicht den Standard natürlich von der Sicherheit, von all den Aspekten soll hun mein, aber mehr Natur nur soll sein, weil es geht ja darum, dass kann er an der Buschkreis ihre Füße schon, wo sie können rasten, essen, für um schlechte Wetter mal können geschützt sein. Mit der Grof der Zeit sollen sie da draußen sein. Am Busch natürlich, dafür soll sie so nur wie möglich beim Busch sein, weil wir wollen ja nicht mit den Kanaren müssen an den Busch, an den Bus klammen. Und müssen aber bedenken, das sind die kleinen Debbissen bis 3-4 Jahre, die, wenn man mit denen müssen, durch die Halle dürfen, die sind an Trüller Chapelle, um an den Busch zu kommen. Ich meine, da können die Eltern sich im Ofen mithüllen, das ist dann alles doof. Dafür, den Standort haben wir ausgemäht. Wir sind als du noch einen Buschkreis gegangen, wo wir viele Ideen gesammelt haben, wir noch da mit der Kreis zusammen und denen Plan geschafft. Auch da, als es zu einem Resultat kommt, natürlich sind ich ein bisschen der ukrainischen Einkauf vielleicht Chance darüber zu diskutieren, ein bisschen überrascht über verschiedene Reaktionen aus dem Ministerium de l'Environnement, die da aber das ganz kontestieren. Das heißt, wir machen dann, was wir zuletzt so oft machen, wir diskutieren dann eine längere Zeit über Autorisationen, die einen fanden nicht gut, die anderen fanden nicht schlecht. Aber man muss mal gucken, wen da restet, den ihn gut findet oder schlecht findet. Auf jeden Fall, wie sie schuss, dass wir umgegangen sind, bei dem Punkt Zeit zu verlieren und für etwas Flottes ein neues Projekt zu bieten, zu gestalten, von dem die junge Generation ganz viel kann tun. Mit dem gucken wir auf einen anderen Platz. Wir haben 2021 als Aufgabe gemacht, für das Projekt führen zu treiben. Dann in den wichtigen Punkt, was als Wasserversorgung betrifft, haben wir 2021 die nötigen Terrain zusammen gekauft oder gekauft. Die sind just am Akt gut gehischt. Für einen neuen Wasserbassin zu bauen. Auch da gehen wir da noch ein drauf an. Wir brauchen nämlich adaptierte Quantitäten für Wasser abzuholen. Und dann haben wir, was als so eine Aktivität betrifft, wir haben lange hier an dieser Runde noch an dem Gemeinderatstisch über die Mobilität an der so eine Aktivität bisschen erreicht. Da meinen wir alles, was Röst von der Luxle bis bei Marco, was als so eine Aktivität bisschen dann noch als darüber diskutiert, mit dem Bus, mit dem ganzen Traffic, mit dem ganzen Flü. Und wir haben dann, da waren wir auch ein bisschen vierer, da sind wir hingegangen als Gemeinde und gesagt, wir haben das total selber an die Hand. Und wir haben ein Mobility Management angefangen auszuschaffen, der noch weiterlebt, den das Jahr aufgeschlossen wird. Die also ein tiefgründiger Journalist, die auch gemäht Kinaslo schon weitestgehend an aus der Analyse im Maßnahmenkatalog auszuschaffen von Mesuren, die ihr könnt umsetzen, für eben eine bessere Mobilität zu fördern bei den Betrieben und an unserer Zone industriell. Das ist ein Projekt, den wir hier gestimmt haben, den als rund 200.000 Euro kostet, aber wo wir aber am Nachhinein dann, und da muss ich dann die Ministerin aber auch felicitieren, für hier Verständnis eben, dass das ein gutes Sache ist, als Juna ist höchst Subsidien da angerechnet, sodass wir da auch froh sind, dass wir das können auf dem Niveau Martinen dann noch teilen und hoffen, dass auch andere Gemeinden sich da sehr unhöhlen, weil das etwas für den Terrain aber wichtig ist, weil doch sensibilisiert im Terrain. Dann haben wir 2021 auch der Bestand, ich meine, alle bis Bürgerinnen und Bürger, aber froh, wo wir mitgeteilt haben, dass sie dann, da komme ich so nicht zu Schilling, dann los in Baubude aufrappen und fortgehen. Ich muss dem Schilling aber danke, merci so für all die Jahre, die sie zu Bissen geschafft haben. Sie haben als sie haben los als lo eben dank dem Sidan dann noch in neue Kollektor den von der Rösterstraße ruf könnt und hat der Parking Merlberger durchgeht und dann eben Richtung Blesbreck geht ein Erbisch die neidischer seine Infrastruktur die nicht gesagt mit der aber für allem bei so weder wie man lo haben, viel Wasser eben noch evakuiert.
Die habe ich sie fertig, also du hast den Fred da groß bei den Leuten, dass sie können den Stoff fahren an Männer baggeren für uns schon. Dann haben wir an der Rue des Forges, das war ein relativ nicht flotte Chantier, mehr Chantier, der gut für uns ging, wo wir ein Bauwerk realisiert haben für das Wasser, war, dass der Fisch der Straße raufkommt, dann eben an der Rue des Forges raufkommt, da haben wir ein Kanal gebaut in der Straße durch, wo das Wasser gefördert wird, mit einem Überlauf, und dann läuft das Wasser hinten über die Wiesen Richtung, Richtung Atat. Da kommen wir unheimlich an bei den Devien dazu, da sind noch verschiedene Sachen, die müssen nur gepasst gehen, punkto Geld, mit der besten sind aber da weitestgehend aufgeschlossen. Ich weiß noch nicht genau, ob den Makadam nach uns dran kommen, das weiß ich schon nicht mehr. Mit der habe ich das aufgeschlossen, das ist die Mesure Anti-Cru, wie das so genannt wird, die ist gemacht und da haben wir hoffentlich eine Verbesserung an denen Leute hier an der Straße, dass sie können ruhig schlafen oder besser können schlafen, wenn sie so weiter haben, wie wir auch die Idee haben, wo dann aber Quantitäten Wasser kommen. Dann haben wir 21 ganz viele Transaktionen Immobilieren an der Grand Rue, haben eben drunter weitergefeuert, eben für gewisse Projekte weiterzufeiern oder nicht weiterzufeiern, sondern umzufangen, weil überhaupt muss ich noch die Terrain haben. Wir haben neue Busareen am Platz gesagt, dass das für alle Mengen Stummer der zwei Busareen an der Sonderaktivität, wo Material eben das, wat, ob das man auch immer werden, und sind das Bushäuser schon, die noch gesagt gehen, mehr die Kehe sie gemäht gehen, und da so eine Verbindung geschafft gehen von diesen neuen Busareen, von der Sonderaktivität 2, River und Sonderaktivität 1, da haben wir mit der Firma Frank in der Korfond für richtig Fuß da rüber zu kommen an die anderen Sohn, also all die Leute, die dürfen schaffen, die sich dahin fortbewegen, mit öffentlichen Transport, was rausklammen, als hier ihre Fußgänger-Velo wesentlich mehr kurz für auf ihr Arbeitsplatz zu kommen. Dann haben wir ein Projekt hier am Fronat aufgeschlossen und wer der Wunsch für den Park ging, den wir hier hatten, den relativ kompliziert war, wo ein Auto, am Anfang hat sich den halben Auto gemäht und dann hat ihn sich schon versaut, wenn er rausgekommen ist, weil das Wasser überall stung. Da sind wir hingegangen und da haben wir den Park ging mit ein Pavé Drainant riecht gemäht, sondern einfach riecht gemäht und proper gemäht. Wir haben mehr Parkplätze rausgeholt. Wir haben profitiert, für dann aber auch noch andere ein paar Adaptationen zu machen. Und das führt vor allem auf der Platz Fronat, die wann dann ein paar den Corona, den Covid vielleicht mal ein paar mehr zur Geschichte gehört, Sommerfester können stattfinden, wo die Leute sich besser als eine Meinung nur dahin können bewegen, noch besser da können frei bewegen. Auf jeden Fall mit Vereinen ein Grillboot lohnen, der verschiedene Standards dran hat, wo ihn dann aber auch kann fritten, Thüringer Eisekuchen präparieren. Und das proper an Dröschen, auf jeden Fall auch Dröschen an noch ein bisschen mehr Wärme für die Leute, die den ganzen Tag dann da müssen stehen und grillen, sodass die Vereine ein Plüverlüder davon sollen haben. Dann haben wir, da komme ich aber schon zum Schluss, denn ein Exploitant-Gesicht für den Cyclocroc, das war auch nicht immer einfach. Wir hatten Vorstellungen, der Exploitant hat Vorstellungen. Ich kann nicht heute sagen, dass wir seit Dezember einen Partner von tun. Ich will aber auch auf dieser Platz nur noch nicht nennen, ich nenne nicht den an Pudesch, geht er das dann da wird das Publikum gemäht. Ich freue mich, ob die zusammenarbeitet, weil das Projekt aus dem Herzen leidet, für die Realisation aufzuschließen. Das geht meiner Meinung nach ein ganz flott sehr auf einem interessanten Platz für eben etwas, was nicht überall so geht, meiner Meinung nach. Und wenn wir dann noch beim Exploitant sind, für das TK schaffen, müssen wir dem auch etwas dahin erstellen. Und da haben wir dann angefangen, die ersten Kommanden zu realisieren. Wir haben Material bestellt, was gebraucht wird am Kader vom Cyclocroc. Wir haben aber auch schon die erste Firma beauftragt, für Planungen zu finden. Ihr wisst, dass Fertigmodule kommen von der Küche, sodass die Erbesten am ersten Quartal 2022 massiv an die Realisation gehen.
Und wir hoffen, dass wir für die Velo-Saison bereit sind, mit dem Proprietär zusammen, für dann so nicht die Öffnung, nach der Öffnung zu machen und die Inauguration machen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt. Ich meine, das passt schon an eine Mobilitätswoche. Dann haben wir auch an der Blei der Bestand aufgeschlossen. Da sind dann auch die Firma Schilling, die hier Sachen angepackt hat, auf Pferde. Und da entstehen so wie Champignon, Kommentar, da auf vier. Und das lohnt die Leute, Leben daran zu bringen. Wir haben noch verschiedene Sachen, die angepasst gehen, ob das Elektroborne sind. Da sind eben noch Sachen, die abstehen. Wir größtenteils aus der Infrastrukturerbe aufgeschlossen. Dann, als auch das Jahr, ich kann so mit Maison de la Musique fertig gehen, ich gucke in den Georges, es sind auch da immer noch so kleine Daten, die kommen mal nach Schließsystem, wird nach anderen hinkelt, eine Internetverbindung oder eine Glasfaserleitung, die noch müssen zugehen, weil sie nicht da wäre. Mit grosso modo sind wir einfach da fertig und wir haben noch heute am Schäferrot ein Datum festgehalten für die Inauguration. Ich weiß es schon nicht auswendig. Roger, ich gucke mal hier rüber, wann Datum da noch auffällt. Wo man das da gibt, ein Aufwärmen zusammen mit einem Port de Verte, mit der Fanfare, Bissen, mit dem CM noch, wo man die dann alle Götter gibt, alle dafür da, sich dann noch samstags fertigen. Weil der 17. Juni sollte die Inauguration sein, und den 18. Juni dann Port de Verte samstags. Dann haben wir aber auch Etüden, und da ist genau dasselbe bei der Kirche weitergeführt. Wir hatten das letzte Jahr auch abgeholt, Kirche verschiedene Erbesten zu realisieren. Leider Gottes, wenn ich irgendwo etwas will machen, dann muss ich eine Etüde machen, und da kriegt ihr eine enge Etüde drin, wie viel drin gesagt, dann müsst ihr nachhängen, sodass wir auch da 21, das nicht neu geschieht. Wir haben viele Reunionen gehabt, wir haben auch schon so hinausgehen. Aber leider Gottes mussten wir aber die dritten Etappen durchgehen, um dann auch zu können Terbischen zu fangen. Und dann gebe ich aufschließend, ich habe sicherlich noch nicht alles genannt, wir haben an der Schule endlich die Sonnensegeln installiert. Ich meine, ihr wisst, dass die Schule immer gefragt hat, für an der Pause irgendwo können von der Sonne geschützt sein, aber auch gleichzeitig vom Regen. Und da haben wir so verschiedene Lichtsegeln abgerichtet, wo man sich dann aber kann drinnen stellen. Ich selber habe schon davon profitiert, wo ich kann an die Musik gehen und wo es besser gefilmt wird, sind ich dann da drinnen stehen gegangen. Guck mal im Sommer, ob sie dann noch da ihre soll erfüllen. Und ich gebe proposieren, dass man kann am Lehrpersonal, wenn dann noch da alles drin erlebt, mit dem Gemeinderat, dann kann zusammen dann die Dinge erweilen, wie das sich dann noch gehört. Und schlussendlich, aber mal wichtig dann zu suchen, für ein Beispiel zu gehen, auch als Gemeindeerbester, denen gehen wir ja immer Rechnung erkaufen, hin und Material, was sie brauchen. Ihr wisst, dass man so ein Teleskop leider, meine ich nenne den, das kaufen, für hier besuchen. Wir haben den letztes Jahr bestellt, kurz nachdem es das Budget gestimmt hat, haben wir gesagt, voilà, dann der bestellte lo oder wo wir den Devis gestimmt haben. Das ist noch immer nicht da und wir müssen noch 2-3 Monate drauf werden. Das heißt, die Maschinen hoffen, dass sie das, was sie wollten, für einen Jahr oder den, der sich am meisten dafür angesagt hat, noch nicht an Pension ist und dass der noch nicht kann drauf fahren, wenn er da ist. Mir ist es so, wie Sachen haben zu können, dauern. Das Ganze, das Schifferen, sieht dann 2021 so aus. Wir haben ordinär 14.503.251,12 € Resetten, Deponsen 12.062.433,21 €. Am Extraordinär 17.711.046,41 €, 18.200.569,53 € Deponsen. Möchte dann, wenn ich dann den Boni vom Konto 2020 dabei rechne, von 4.890.839,40 €. Komme ich ob ein, wenn ich alles dann mal nehmen, verrechnen, ich gehe nicht noch alles durchlesen, ob ein Boni-Präsumé 2021 für 6.842.115.027 €. Voilà, das müssten die Zölle sein, die den IWS nur geschickt hat, weil ein kleiner Fehler geschieht ist. Dazu will ich aber etwas sagen. Wir haben das Budget abgestellt und du hast es abgefallen, wenn wir
Wir wollten eine sehr führende Feier, die Stimme, für dass ich dann noch die Feier, die ich nicht mit so einem Budget in der PowerPoint-Präsentation schaffen. Und dann wäre ich aber gnädig mit dir und ich wollte dich aber nicht so kurzfristig in eine Erbesitzung anrufen. Zeit lebt nun mal, geht einfach extrem sehr. Und dann haben wir gesagt, da komm, dann machen wir die 16. Erbesitzung. Und da gehen wir hin in das Budget, dann haben sie auch, und da können sie dann alle gut gucken, da studieren, und da stimmen wir am neuen Jahr. Und dann war es aber nach Kongé gegangen, und wenn du aus dem Kongé rumkommen hast, dann hätte ich den natürlich geschickt, weil ich auch dann nach Kongé wäre, wir hätten vielleicht noch ein paar Dich rausholen, dann hätten das nur sein Kongé könnten dann rivalisieren, wenn das so richtig möchte. Aber wo du rumkommen hast, hätten das festgestellt, dafür kriegst du den Update, lo. Ich hoffe, dass das nicht so viel dramatisch ist. Hier sind lo die richtigen Ziffern, die du hier siehst. Voilà. Dem nur als das für direkt die vier Wörter zu sagen. Und ich sehe mir aber sicher, dass den einen oder anderen eine Macht zu machen hat. Und dafür ist dann nur der Moment. Also, ich meine, das ist kein Geheimnis, dass mir demos Taschkia de Budget so nicht verteilt hat, das ist kein Geheimnis. Wenn man so gucke, was das so geschieht im Jahr 2021, war das wie immer, geht bei Mollen und Positivpunkte. Ich meine, demos war relativ konkret, da man auch kennen, gehen. Für wenig bis wenig, da bei der Show hat es geschehen, bis wenig hat es an der Spielshow geschehen. Das ist all das, was sich so nicht realisiert, als Ursache, die sich so erklärt hat, dass der Erbesitzung, dass das richtig ist. Das würde ich auch auf vier streichen. In einem relativ holprigen Start, auch das der Budget-Sitzung war ein ganz schlechtes Klima. Ich muss sagen, die letzten zwei Monate hat sich Klima. Sonst wurde morgen besser, dass wir im Dialog entstanden. Da würde ich positiv an der A4 streichen. Und der Besitzung war ganz interessant. Und auch, wir hatten auch viel unter dieser Sitzung gesehen, nicht hier vorzustellen. Und wir konnten auch trotz der Kurzfristigkeit das Ernst darauf. Also, eigentlich, ich kann bedauern, dass die verschiedenen Sachen nicht so gut gegangen sind. Das ist auch kein Geheimnis, dass man bis heute nicht begeistert, dass sie vom Stand vom Cyclocrock, das bleibt nicht aus. Aber du hast ja heute abgedeckt, dass man einen Explorator von tun. Ich hoffe, dass der eine gleiche Chance hat. Weil sonst könnte der da dicke steuere Projekt. Ich bis heute nicht überzeugt, dass vom Stand nicht vom Projekt. Und dann, ich muss aber auch positiv auf vier streichen, die sind auch positiv sein, wir sind effektiv und Niveau bei PAG endlich in der nächsten Woche kommen, noch viele, viele Jahre. Es ist auch positiv, dass wir durch und am Seif die Sachen, die da nötig wären, das ist Terrestransaktionen, plus auch durch die Naturschutzsache, die ist der vierte Runde, dann nimmt, ich weiß, dass du ganz viel Zeit dran hast. Und deshalb würde ich das einfach positiv auf vier streichen, weil so wie es dann ist an der Erbesitzung, und ich kann es aus dem Terrain wirklich viel geschafft gehen, sodass ich dort denke, ab dem Punkt könnte ich 22 könnte zu einem Abschluss kommen. Weil das große Motto, der Fazit, verschiedene Bemodeln, ich habe auch verschiedene Sachen, die gut gemäht sind, die natürlich nicht schief, wenn man so besser so gesagt. Merci, Carlo. Also, wie gesagt, das ist ja normal auch an der Politik, dass den einen eine Meinung hat und den anderen. Und da muss ich eben gucken, sind da bestimmt doch bei uns am Schafferrot, wo wir eins zu eins nicht eins sind auf einem Punkt. Aber ich meine, das Wichtigste ist immer, dass ich aber, ich meine, du siehst ja auch, wenn ich den Cyclocrock holen, dass das, dass aber die haben drin nicht schlecht, dass du hast ein Problem am Standort. Ich will einfach die Projekt, dass das etwas geht und dafür will ich auch 100% die Überzeugung da mal dran bringen, auch von mir, an meiner Person, auch mit dem Exploitant, dass das wirklich in Erfolg geht, weil es meiner Meinung nach für den Wellness Tourismus und auch für all die Leute, die zu bieten, Mobilität aus wollen unterstützen, dass die aber auch da etwas tun. Und nachher hat er dabei gesagt, dürfen wir noch mal Auto an den Cyclocrock. Kann eben nicht bis rauffahren. Mit kann ich noch nicht bei den El Gaucho rauffahren, da muss ich noch irgendwo in den Park gehen. Und noch beim Christina Park, den auch bei den öffentlichen Parkplätzen. Mehr, das ist klar,
das ist ein bisschen mehr cozy, das tut, dann möchte das Ganze aber vielleicht auch mehr interessant. Das andere, wie es gesagt ist, also auch du, ich meine, wenn ich nicht sehe, dass ich mache, das tut den Lohmann deine Überzeugung, dann, dann sehe ich auch von Anfang an, ja, boah, wir gucken, das tut den Lohmann irgendwann ein paar zu machen, dann. Als er nicht überzeugt, dann können die noch nicht überzeugt bei, bei seinem Vis-à-vis rüber und dann als dort läuft doch schon ein bisschen mehr raus. Und dafür, als mein Projekt mit dir zu sagen, ich will das dort den Loh machen, ich will das schnell machen, ich will das mit einer gewissen Konviktion machen, dafür habe ich die Approche. Natürlich lehre ich auch immer bei, mir schon ja gesagt, schon noch bei der Kirche gesagt, wir machen das. Dann noch da sind wir leider Gottes nicht ernst, dass es zu kommen. Ich kann aber, weil ich ein bisschen das Ganze, den Durchblick aber trotzdem habe, dass ich nicht wie wenn ich blind navigiere. Ich gesehen habe, dass verschiedene Sachen nach zum Aufschluss kommen. Für und allem um Ende von dieser Legislaturperiode, was mir extrem wichtig ist, dass wir verschiedene Sachen einfach gemerkt kriegen, auch für die auf proper Discher zu setzen. Das ist auch ein Punkt, wieso ich das nicht erwähnt habe. Ja, doch, zwar ist ein gutes Klima, ich wollte noch nicht heute schon rumstöppeln und politische Sachen abbringen. Ich meine, der Seif ist ein Punkt, den wir müssen aufschließen, weil ich gesehen auch mit dem Punkt, wo wir den bis aufgeschlossen haben, dass wir auch als Gemeinde können auf die wichtigen Sachen konzentrieren an der Gemeinde. Natürlich, Industrie, Terrain, wenn in die verkauft und weiterverkauf bringt Geld, aber das pardon, das ist nicht da, wo wir sollen an den Chefräten und an der Gemeinderäten mitmachen. Wir sollen gucken, dass wir die Sachen machen, die uns den Leuten halt so gut kommen und für alle auch zukunftsorientiert sind. Boah, ich gucke so. Ja, darf ich noch schon kurz fürzuhören? Ich meine, das ist richtig, da hat ein ganzer Kopf Sachen, die hat auch noch ein Feierbrot, was uns aber ein bisschen leid hat, dass wir bis heute auch noch wenig ein paar Beine gesehen haben von all den Sachen. Von der Schule, von der Börschkirche, von der Kirche. Und so weiter. Das sind einfach viele Punkte, wo es los ist, das käme im Februar. Ich fand das ein bisschen schwer in dem Ganzen, dass wir uns am Laufe des Jahres auch nicht mehr getroffen haben. Wir sind auch schon bei uns sind sicherlich auch Leute an der Gruppe, die wissen, wer denn Kreger ist. Oder hier und da. Aber da sind wir ein bisschen da sind wir am Dreschen geblieben, lassen wir sowieso. Das ist meine Meinung zu dem Jahr. Also ich schulde die Kritik auch runter. Ich meine, dafür hat man an der Erbesitzung, ich gehe aber auch nicht mehr weiter, die Psyche an, dass, also das, vielleicht könnten die einen oder anderen sehr kommen, sind ich ganz beide, verschiedene Sachen geht einfach, du musst als erste Etappe in der Schlafe, sonst macht es keinen Sinn, dass ich derzeit einen Anspruch hole, für dann da noch einmal etwas Neues zu kommen. Das ist sicherlich die einen oder anderen sehr, wo ich aber der Meinung bin, dass man in Zukunft ist hoffentlich dann noch daran verbessert tun und ein bisschen mehr schnelle Rhythmen der Croisière. Aber sonst, ja, wie gesagt, der Februar ist ja versprochen, da kommen Sachen. Also muss, weil sonst geht das Jahr auch im ganzen Jahr rum, wenn man im Februar, März schlussendlich sind die aber als Gemeinderat, die Projekte validieren und andere an die nächste Etappe bringen. Und ihr wisst, wenn diese validiert, muss die Ministerien auch validieren, also ein Interieur, bis wir sie dort zurückkommen, bis wir die nächste Etappe deklanchieren, sind wir schon, gucken wir schon bald den Krisch mehr entgegen. Dafür müssen wir da Lotschalungen setzen und das versichern wir auch. Und das ohne Ausfall von unserer Seite, hoffentlich auch, weil das ist ein Faktor, den ihr könnt. Covid, sowohl Covid-Omikron und Covid, die Mengen, dass es kein Covid gibt, das können noch Ausfälle kommen auf alle Plätzen in unserer ganzen Wirtschaft. Und dafür müssen wir auch mit denen Faktoren rechnen. Wir sind, das kann ich aber so, seit mal hier quasi auf dieser Platz sitzen, als mit dem Virus bald mit begleitet. Und das ist nicht so einfach. Dann haben wir zu, dann haben wir ab, dann haben wir überlegen, was ihr dürft. Darum Covid-Check hier, Covid-Check da. Boah, lo, gucken wir, dass wir alle gut geboostert sind und dass wir alle gut in einem Strang ziehen und können schaffen und Führer kommen. Aber, boah, ich habe gesehen, dann, die sind bereit. Ich wollte nur auf die drei Punkte angehen, was die Pense Ordinären angeht. Boah, ich meine, das ist keine Kritik. Wenn ich ein bisschen durch die Pense gucke, da gesagt, dass ein ganz Reihe,
ganz reiz sind Leasingskontrakte, der Lokationskontrakte, die aufgeschlossen gesehen für verschiedene Utilage, wie zum Beispiel die Maschine der Desherbage, die dürfen als Bauwind vorstellen muss in der an einem Leasing machen, hält ihn nicht mehr wie 3 Jahre. Außer dass vielleicht der Kontrakt der Maintenance haben drin, mit sie noch einen anderen Lokationskontrakt an den Bemol, du dabei hast natürlich stehen, dass wir hier am Niveau vom Gemeinderat ein bisschen Visibilität verlieren, was vom Material am Niveau von der Gemeinde gekauft wird an den verschiedenen Servicen. Ich meine, du wärst vielleicht nicht schlecht, weil es aber dann ein arbiträrer View ist zu den Akquisitionen. Weil man ja heute kein Devis im Moment stimmen, als vielleicht etwas, wo ihn kann auch zusammen denke, gucken, wann ihn so Akquisitionen möchte. Ich bin just eng froh, dass den Lokationskontrakt C&C-Konzept aus dat ...36. C&C, das ist eine Kaffeesmaschine. Okay. Sind das nicht die Wasserspender, die an der Spruchzeit sind? Nein. Das ist eine Kaffeesmaschine. Okay. War dann der zweite Punkt, dass den von den Personalkästen, ich meine das ganz klar, dass Personalkästen den Gros vom Budget ausmachen, bei 20% ohne Charge Sozialen. Auch die sind par rapport zu 2020 bei dem 10% an den Lütgang. Ich meine, wir hatten ja auch an der Gemeinde, an der Arbeitssitzung darüber geschwärzt gehabt, dass wir unbedingt müssen gucken, dass wir am Niveau vom Atelier ein Renfort kriegen, d'autant plus, dass die Leute fortgehen oder an Pension gehen. Im Moment ist es so, dass der Posten, dass der Montant konstant bleibt. Dafür meine ich, das ist unser Wunsch, auch dass die immer mehr groß. Die Herausforderung ist mehr groß, und da muss man wirklich auch unsere Servicetechnik abrüsten, dass demnach gerecht wird, was du an Zukunft dabei tun könnt. Ich meine, das muss man auch bedenken, dass Personalkosten in Zukunft noch weiter werden an die Lüt gehen, wenn wir das Gemeng wollen weiter aktiv behalten. Bon, ich meine, dann der dritte Punkt, ich meine, ich wäre ein schlechter Bankier, wenn ich nicht gebe, ob Schulden ein kurz angehen. Ich meine, im Moment, ich hatte doch schon gesagt gehabt, sind die Schuldlast, die wir haben, sind 7,8% von unserem Reset ordinär. Aktuell haben wir eine Schuld von 11,5 Millionen Euro. Und du hast für drin, ich war den Masterplan jetzt 2030. Und ich hatte doch damals hier an der Arbeitssitzung gesagt, dass ich die Rechnung, die sie da gemacht haben, nicht kann aufvollziehen. Ich konnte noch damals als Antwort, dass das noch überschafft gehen oder leben und weiter gefordert gehen. Schon am Budget haben wir nicht gefunden, außer für direkt für 21, für 22, als nicht am Budget 4 gesehen. Also ich darf mir jetzt vorstellen, wie der Masterplan soll weiterleben. D'autant plus, dass die Rechnungen, die du gemacht gehen, aber relativ schwer zu verstehen sind, auch noch mängisch, wenn ein Haut eine Schuld von 11,5 Millionen hört, dann 2026, ob eine Schuld von 36,5 Millionen soll kommen, an der MINT bei 9% im Moment, das haut immer bei 7,8, dann ist irgendwo die Rechnung relativ schwer nur zu vollziehen. Eine andere Sache, ich hatte aber auch schon das letzte Jahr gesagt, wäre an meinen Namen an einem Umfeld, wo wir heute eine relativ hohe Inflation haben, die zwischen 3-4% ist, der Moment für die Engagemente, die wir haben, für auch eine Stabilität und eine Planungssicherheit, was das Budget angeht, zu kriegen, für die Engagemente ein Jahr zu renegociieren, ein Jahr nur zu gucken, ob er nicht einen Teil von der Schuld soll fixieren, eben en vue von den Projekten, die am Typ sind, und es sind da ganz viele.
Und heute gesagt, das Budget von der Gemeinde relativ gut aus, mit 6,8 Millionen Boni. Mit den Projekten, die wir haben, sind die Suche relativ schnell fort. Und wir werden auch in Zukunft müssen auf Emprunt zurückgreifen. Und dafür, mein Wunsch wäre, den, dass wir das ein bisschen ergeben, auf die Lehrstühlen und die Sachen ein bisschen gucken. Weil, wenn es uns ein bisschen an die Luft gehen, dann wird man am Niveau vom Budget ordinär das richtig gut spüren. Okay, Jean-Frank, kurz drauf, denn die Leasingskontrakte, also wenn ich den frisch verstanden habe, so, dass in Zukunft Leasingskontrakte ausgewiesen gehen, transparent, was die Leasing mal für was machen. Das heißt, das ist nicht so, dass man da etwas wollte verstoppen. Ich fand es das gut, dass das transparent ist. Verschiedene Maschinen hat man noch heute am Schäferrot drüber jetzt. Wenn man da drauf schaffen muss, kostet das auch viel Geld. Das heißt, da gibt es eine Reparatur. Da sind sie nicht da, sie sind nicht disponibel. Maschinen, wir brauchen sie. Da, wo wir sie brauchen, müssen sie nach einer Reparatur. Sie sprangen nicht tun. Das ist ein Balance, ob das gut ist. Die Maschine, die ich ausschwätze, die ist geholt für zu testen, weil man schon vieles an dem Bereich hat, ob der Gemeinde kaufen. An einer ist aber auch zufrieden, dass man da, aber wenn jemand der Meinung ist, will zu kaufen, dann machen wir das doch. Aber im Moment steht es uns nicht, wenn sie so benutzt wird, weil wir immer können darauf zurückgreifen können. Das ist manchmal aber bei so einem Budget auch dann irrelevant, wenn es sich gibt, haben, dann gebe ich da doch recht gehen. Also dass das aber schon Punkt los. Personalkosten, also das so, das wirst du aber auch, wenn ein Personal hört, die an Pension gehen, die sind meistens für eine Karriere, die haben ein anständig verdienen, auch ein anständig Paar, und dann sollen die auch kriegen. Mir das einfach so, wenn wir Leute darstellen, gehen wir normalerweise keine Leute darstellen, die 3 Jahre für 100 Pensionen sind. Das heißt, wir verjüngen das Ganze und bei dem Pool von Leuten, die wir haben, möchte das aber aus, dass wir mit unserem Budget da durchkommen. Ich meine, wenn da nur müssten Adaptationen nicht länger gemacht werden, machen wir dem, ich will so ein. Wir können dem nur 2 Junker für einen nachstellen, einen älteren nachstellen, wenn ihn das möchte. Das stellt sich einfach so raus. Es sind aber ganz bei euch, und das hatte ich auch an der Erbesitzung gesagt, seit letztem Jahr haben wir den Nathalie umgestellt, weil wir eine fundamentale Änderung wollen haben von der Struktur der Bannen. Und das schon, dass wir den Schwerpunkt darauf gelöst haben, für die verschiedenen Bereiche zu ein bisschen unabhängig zu machen von den anderen. Das heißt, für drauf wäre immer so eh ganz, das wird auch noch immer, soll immer eine Kippe sein, soll immer kollegial sein, das will ich nicht so, aber als Service versuchen wir an einen Bund zu setzen, dass sie sich autonom kann funktionieren und daneben gehen wir ihnen dann quasi über Mittel von Regionen, da haben sie eine Region, wo sie sich dann austauschen, für das auch als Kippe funktionieren und ich habe ihnen noch gesagt, sie sollen mir so ein wo sie sich personalmäßig an ihren einzelnen Equipe gesehen. Und mit der Propos sind wir auch an dem Budget high, der Meinung, dass wir das umgesetzt haben. Wir werden gleich auch neue Leute ausschreiben. Wir müssen gucken, ob wir verschiedene Posten müssen kreieren oder umändern. Aber dadurch, dass ein paar Vorgänge sind, haben wir die Posten frei. Aber budgetmäßig vertrauen ich auch dem Info, dass wir da rauskommen. Wir werden nicht scheuen, für Leute weiter anzustellen, weil ich weiß auch, dass es die Manpower braucht, für als Nerbeste gerecht zu gehen. Für und allem aber auch, wir haben das gut gemerkt, wenn es der Ausfall ist, auf verschiedene Services, die zu klein sind, dann geht das sehr, da sind die sehr do an einer Zuhl, ob das die Geringservice ist oder der Wasserservice, da müssen wir dann auch noch beisetzen an einer Service, wie gesagt, da haben wir da 2 Stück, die fortgehen, die schon lange da sind und die müssen ersetzt gehen. Wichtig ist aber, dass wir Leute gehen, dass der Know-how noch da bleibt. Das ist das Wichtigste. Und dafür muss man den Übergang gut hinkriegen. Und dafür haben wir auch die strukturelle Umänderung gemacht, dass jeder ein bisschen etwas weiß, als in den verschiedenen Services, nicht ein alles. Aber wenn die fordern, dann ist alles fort. Dann, da denke ich, dass ich beantwortet. Dann schließt du die Schulden. Ja,
also ich will nicht richtig verstehen, gehasst hat man nach Schulde machen oder ob man solle kein machen. Als Banker verstehe ich, dass die gehasst hat man bei Bank gehen, für danach zu machen, als Gemeinderatsmember. Also klar, dass man den Fanger weiß, dass ich pass auf, du, ich kann da just sagen, dass der Prostehers zu gucken, dass man nur bis 24, 25, das ist die nächste Legislaturperiode, das ist auf alle Fall meine Überzeugung, dass die sollen in Emprem machen gehen für die neue Projekte, dann also eine neue Gemeinderat, dann du normalerweise oder deals neue Gemeinderat, und die können dann die Decision holen. Das ist aber nicht so, wie wenn man finanziell Kurve nur hingehen gehen, mit mir holen nur sich. Da war durch verschiedene Aktionen, lo haben wir mal den Flieger mit unserem Rob geholt. Und wir sind im guten Weg, sodass, wenn man das heute realisiert, kriegen, was man will, so ein Speck neu holen soll. Weil es kann nicht mehr schief gehen, sei es durch Corona oder durch Decisionen, die dann geholt gehen, wo Investitionen nicht gemäht gehen, kommen wir lo so führen, dass man verschiedene Projekte könnte realisieren, andere ohne Ompre. Ich ging da aber recht, dass ein Ompre am Moment interessant ist. Ich bin Informatiker, aber ich habe auch ein bisschen Ahnung davon. Und ich weiß, wie gut das zu machen. Aber also ich muss mir auch das Projekt ausschaffen, wo ich kann sagen, dass das die Envelope, die wir brauchen, die wir dann auch da können benutzen. Also ich bin da, wie gesagt, recht an allem. Aber das ist aber auch nicht für die Schwärze zu malen. Ich meine, dass man finanziell ein gesunde Gestion von der Gemeinde machen. Das spiegelt sich auch hier rum, auf dem, was dann da steht. Aber wie gesagt, kann immer etwas schief gehen, wir sollen nicht so viel Risiko führen. Und dafür habe ich gesagt, will ich die Seife aufschließen, für den Risiko zu minimieren von den Transaktionen. Mir geht mal mehr um die Engagemente, die wir heute da draußen haben, die wir, soweit ich das weiß, mit einer variablen oder einer Euribor-Basis da draußen haben. Wann Zinsen ein paar uns haben, wird man das im ordinären Budget sperren. Ganz klar. Und das ist der Moment, wo die Zinsen niedrig sind für das Budget, in dem Sinn nur vier zu gucken, dass du da eine Sicherheit hast, dass die Zinsen respektive die Annuitäten nicht fortläuft. Ja, das, wir merken, da muss man jetzt finanziell beraten, ob man den dort schreibt. Wir merken, ich meine, schön dazu ab, Yves, du bist ein bisschen Finanzwesen hier in der Gemeinde. Dann ich will, also das sind ja Sachen, das sind strategische Decisionen, die in, ja, da muss ich gucken, ob ich das verhandeln kann und ob ich dann noch alles entgehen kann. Will ich gerne machen. Ich tue das als Gemeinderatsmember, nicht als Bank. Ja, wir können das rüber, was wir selbst verkaufen, dass wir es lecker mit der Bank zusammensetzen. Weil ich sehe immer, wenn du dich mit denen zusammensetzt, dann kannst du doch nur mehr da. Ja. Nee, David, das steht schon auch in der Budget-Zirkulär, alle Jahre von der Innenminister, dass die so Opportunität so für Rekrutement von den Emprunt so gucken, das steht hier so nach all Jahren geschrieben, das also da, genau das dritte Thema, wieder da haben wir nur ausgesagt, das ist ein anderes Thema. Okay, aber wie gesagt, das ging das für und den Kompetenz, dass wir also dann weiter sich zu informieren und dann alles zu beruhigen und dann werden wir von nächsten Chefred, dass wir da denken, die Zölle denken, die nicht. Voilà, das wäre zum Rektifier, weil du keine weitere Macht gesehen hast. Loik? Also, das ist keine Remarke, dass am Anfang ein Lauf, den ich wollte ausdrücken, weil ich in der Kommission ein bisschen aktiv bin, par rapport zum Leben an der Gemeinde. Also, ich fand, dass der Chef Schulteier, merci, so dem Chef Roth, dem Service Technik an der Kommunikation, dass wir trotz Corona hier an der Gemeinde aber relativ, also ein ganz großes Unzahl und Aktivitäten konnte bieten. Und dass wir auch eben halt trotz Corona neue Aktivitäten konnten bieten, zum Beispiel wie den Kürbissen oder die Bissarelli. Ich denke auch, wir haben für uns 2 Jahre die Bühnenkauf, die uns immens viel bringt, da wo wir gesehen haben, dass sie immens viel Unzeit am Publikum bringt. Und ich denke, und da haben wir da Löwe und Chef Roth, dass am Anfang zu viele Gemengen, die mehr groß sind wie uns, wo nicht so viel Geburt gibt. Und ich, so wie ich das gesehen habe, am nächsten Budget, wo wir darüber sprechen werden, geht es doch so weiter. Und voilà, merci dafür. Merci, Loik. Das ist natürlich für uns auch schwer, wenn wir da rezent, um auch als Neujahrspart, den wir auch aufgesucht haben,
Auch da haben wir dann heute ein neues Datum am Sommer definiert. Das nenne ich noch nicht öffentlich als Datum. Wir sind nicht dann da noch. Probieren wir auch da einen Anlauf zu holen. Ich bin froh, sobald wir könnten, dass auch als Vereiner könnten von all unseren Sachen profitieren, für dann etwas umzugehen. Aber das ist einfach nicht so, so ohne für die, für das zu machen. Voilà. Dann alles gut. Sehr, wo ist mein Blatt? Roger, bist du einverstanden? Ja. Shia, Cindy? Ja. Loik? Ja. Ja. Frank? Enthalen, was? Kevin? Ja. Joel? Enthalen. Christian? Enthalen. George? Ja. Paulo? Ja. Und Carlo? Enthalen, was? Okay. So, und dann gehen wir über zum Budget 2022. Bisschen am selben Stil hatte ich wohl es den zu präsentieren, weil wenn in der ganz Buch müsst lo auf Slide gehen, da gibt da komplett aufschalten. Das will ich aber nicht, dafür wollte ich ein bisschen mich spannend machen, an ich thematisch so, was an dem Budget hier dran steht. Ich erwähne lo verschiedene Zuhören aus meinem Mund kommen die dann, sie stehen nicht im Slide, mit holt die lo nicht, nehlt die lo nicht auf die Komma fest, die stehen am Budget dran. Also wichtig ist, dass du am Budget wird den Wolle Wasser, Trinkwasser spielen, für was, wenn man für den Terra kaufen, also das du als Anstrengung für den neuen Wasserbasing am Musik umzusetzen, da sind so viel gesehen, für den Wasserbasing dann noch auszuschaffen, da haben wir auch schon mit Luxplan sind wir schon ein bisschen mehr weit vorgeschritten, sodass wir auch den ich können präsentieren, der Wasserbasing um Wobiersch, den der aktuell kennt, von der Rupfeltrieb zur Hand, der geht, wie weit eine Uhr soll der gebaut gehen, also Richtung Märtrop, für das noch mehr heiß steht, das ist ideal an der Position für den Druck. Und da sollen dann zwei, voire drei Reservoiren dran kommen, also in der ersten Phase zwei, wo man können 2x500 Liter Wasser stockieren, für dann ob 500 Meter Kipp Wasser stockieren, für auch können beim Botzen, bei einer Kontamination, können wir den zwei Behältern zu führen, an einer Zukunft zu garantieren, dass wir auch den dritten Behälter beisetzen, sodass wir da langwierig planen. Wenn wir aber dann die Quantität von Wasser wollen, noch selber bewirtschaften, also selber pumpen, dann müssen wir den Angriff holen, den Pötz Neumann sanieren. Den Pötz Neumann sanieren für die Sonnenstadt ist extrem wichtig. Wir haben noch da, die vergangene Meint, Etüde gemäht, weil wir gucken, ob er eventuell Möglichkeit hat, mehr Kapazitäten, ob möglich ist, um Pötz Neumann mehr Kapazitäten rauszuholen, ob das funktioniert, für dann noch die Demand zu stellen beim Wasserwirtschaftsamt, für dürfen mehr rauszuholen. Und dann Qualität vom Wasser auch zu verbessern. Als Beispiel gehen wir da, dass wir so eine Protektion, das ist eine Prozedur, die wir durchlaufen, für die auszuweisen. Aber wir wollen aber auch über ein Filteranlage als Wasserqualität relativ schnell rupsetzen, weil da müssen wir als für dem Rechnung zu drohen. Und dann haben wir schon mal Wasser, das ist auch ein Message, den die Leute nicht gesehen, wenn es noch geschafft wird, mit denen aber extremst wichtig ist, dass sie gemerkt, für das wir verhindern, wie wir das letztes Jahr ein bisschen hatten, dass wir dann schlecht Werte haben. Da müssen wir aktiv gehen, geht nicht nur um eine Basing zu bauen, wir müssen noch die anderen Sachen an Ugre füllen. Dann aus dem Budget den bisschen Zentrum vorgesehen, dass das da weiter geschafft wird, dass das ein Suite, das ist also eine Kontinuation von dem, was ich wieder gesagt habe. Wir haben hier an der Grand Rue die Terrain Kauf, bei Lo geht es darum, den abordablen Wohnraum, die Jugendwohnungen noch zu schaffen. Und dafür müssen wir ein PAP ausschaffen. Und ich spreche das nicht zu erklären, wann eine PAP ausschafft, sind wir so viel. Wochen am Main, die fort sind, Konsultation, Wort vom PAP, und da das, dat, ob das mal hier schaffen, das Steward da sind, aber trotzdem an dem PAP ganz klar gesagt, was realisiert wird. Und da das also Wunsch, den das Steward aufzuschließen,
für das wir können ankommen mit dem Bau da. Und gleichzeitig doch die Platz der Lattert reaménagiert, sowohl dass in do für den Auto die nötigen Parkplätze findet, für die schnell Buswagen an den Kommerzen, die sollen entstehen am Kader von dem PHP, da sollen 2 bis 3 Kommerzen entstehen, dass in aber auch bei den Bäcker ein Parkplatz hört, ich will nicht halt Parkplatz nennen, weil da sind noch andere Überlegungen, wo danach beim Bäcker sollen kommen, mehr für Platz der Lattert, also eben do für gesehen, die ganze PHP auszuschaffen. Dann, also als Asur gesehen, sind das Jahr 3.700.000 für den sozialen Wohnraum für gesehen, dann 500.000 € für die Etüden von Prä-Etüden und Etüden, pardon, die Etüden an der PHP zu gestalten, sind noch 500.000 € an dem Budget halt dran, sodass es da dann auch zur Umsetzung kann kommen. Dann die andere Seite von der Grand Rue, hier, da packen wir auch den Dorfkehr an. Und da ist es, ja, wie ich viel Ruhe gesagt habe, die Projekte sind rausgekommen, die die Jury lo konsultiert, guckt, ob die auch konform sind. Und dann muss eine Decision geholt werden, wie ein Projekt dann gewinnt. Das möchte die Jury aber nicht allein. Die gibt ein Video, der ganz wichtig sein soll, den auch ein also haben nur am Ranking viel zählt. Mit Bierger gehen aber online mit angebunden, für ein Video aufzugehen, welche Projekt ihnen am besten gefällt. Und dann gibt den, ich gebe so ein, dass man da irgendwo im September den Gewinner oder den Projekt vorstellen. Und dann ist es ein Schäferrot, ich gehe davon aus, dass man mit dem Gewinner weiterführen will, für den zu optimisieren, nur die Böswände, die wir mengen, erst da sollen zu proposieren. Und dann kann auch das Projekt für das nächste Budget dran gesetzt werden, für angefangen zu gehen. Also darüber dann zu schaffen und an die Platz auch so zu gestalten, wie es am Projekt ist. Also das Jahr wird sich an dem Wolle noch viel mit den Etüden aufzeichnen. Und das bleibt aber nicht nur dabei. Wir sind, wenn wir dann darüber planen, etwas Neues zu machen, hätten wir auch die für den Atelier aus dem Dorfkehr rauszuholen, weil es keinen Sinn für mit den schweren Gefährern, mit den Baggeren und alles, was wir da haben, die ganzen Zeiten dann da noch weiter hin und her zu fahren. So wollen wir ein neues Atelier an unserer Zone industriell bauen, an denen Solo 4 gesehen, für den dann das Jahr zu stimmen und dann auch anzufangen, sobald Autorisationen da sind, dass schon den Atelier fertiggestellt ist, wenn wir hier quasi anfangen, das kann sich dann nur ein bisschen überlappen, da muss in die Projekte die Lehre gucken, da muss man aber hier auch irgendwie aus dem Face kommen und als Leute müssen, als Junge, da müssen können proper schaffen, wenn wir hier dann da nur binnen an dem Mac. Gleichzeitig ist das aber auch den Deplacementen, sind aber für die ganze Mobilität ausräumen einen positiven Impact, den ob langfristig wird tun, weil wir eben, wie ich gesagt habe, die ganze Arrivée von unseren Leuten fortfahren, ob Chantier fahren und so weiter, Lieferungen, als dann nämlich gerade an unserem Dorfkehr, wo wir gerne hätten, dass Leute spazieren gehen, aber auch kann an Schule gehen und so weiter. Beim Atelier sind, just für das noch zu erwähnen, sind 200.000 € für gesehen, wissen, dass aber so ein Projekt sich nur auf 7 Millionen wird belaufen, für ein neues Atelier zu bauen. Dann wird alles, was die Struktur der Köhe nun betrifft, 2022 am Budget als für gesehen, die Kreisch, wir wollen sie hoffentlich nur noch an der Februarsitzung stimmen, dass wir da können noch da 4 Uhr kommen. An die realisieren, dafür haben wir da 1.600.000 € für die Annex zu bauen. Was die Schule betrifft, haben sich ja für die Ruscha gesagt, wenn da das Loh in Avio gefragt gehen beim Bâtiment Public, Fonction Public, pardon, an der Fonction Public, den Avio gefragt gehen, wenn den da ist, da können wir auch als Domer da also nicht setzen. Dafür haben wir da auch ein ich weiß noch nicht mehr, was da steht, ich meine, 500.000 € stehen dran. Das Gesamtprojekt berief sich aber nur auf 3.200.000 ohne Mise en Conformité vom Gebäude. Das kommt auch noch dabei. Dann kommen wir zum Seif, wo man dann einen Stroß bauen muss. Da haben wir 500.000 Lomo 4 gesehen, für da unzukommen. Schätzen, dass der sich aber mit Heisch belebt, die Freien. Und auch da müssen noch verschiedene Gespräche geführt werden, weil aber ein Engagement gemerkt hat von einem Minister, für uns da entgegenzukommen. Das heißt, wir bauen einen Stroß am Seif, vis-à-vis von der Luxle, für die neue Firma Rotarex besser anzuschließen oder hier Erbestadt und noch können den Weg fahren, ob ihre Park ging. Und
schon mal haut so gelost, dass man vielleicht Glas neu zu bissen an der Zukunft kriegen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber da siedeln sich nach einer Firma nun, sodass man die Straße auch brauchen, aber die müssen wir daneben bauen. Dann ein ganz interessantes Projekt, den drauf steht mit 150.000 Euro, als immer noch am Sinn von der Mobilität aus, für die Fußgänger, aber auch für die Leute, die auf Bisse kommen, die vielleicht als Bisse später mal in Caps Erste kommen oder mit dem Bus hineinkommen und dann wollen an eine gewisse Richtung oder die, die hier an den Cyclocrock kommen, für spazieren zu gehen. Die können sich dann in einem Fußgängerleitsystem verausgaben und können der Beschilderung nachgehen. Das ist Attelbrecht, kurz selbst Asche, da wird aber doch so ein Fußgängerleitsystem, den steht mit 150.000 Euro halt dran. Wir hoffen, die können an Produktion zu gehen, das Jahr und dann auch abzustellen. Mir schwebt für Mobilitätswoche dann noch das ganze Fußgängerleitsystem. Die Leute können vorzustellen oder Karimots anzuweihen, dass sie fertig ist. dasselbe machen wir natürlich auch am Busch. Da hast man ORT zusammen, wo wir uns adaptieren oder aufpassen und die bestehende Beschilderung vom ORT, wo dann die zwei Beine feiern an denen dann als Trippeltier kann aufgehen. Dann haben wir ein System der Information des Horaires des Transportpublik. Bon, das ist schwerfällig. Das ganz einfach, also eine neue Art und Weise den Fuhrplan zu affichieren. Technologie wird E-Paper genannt. Wir haben die mit die 70.000 Euro am Budget draufstehen, für eben auf verschiedene Busareen einen digitalen Fuhrplan zu affichieren. Das ist gesagt, in der Minglin, so und so, für die Destination dahin, um so viel lauer. Das einfach für auch dem Utilisateur vom öffentlichen Transport auch entgegenzukommen, an mehr konsequent oder mehr kohärent zu sein am Fuhrplan. Dann ein großes Problem, das finde ich nicht dran gesagt, wo ich viel Telefon kriege, das, wenn ich aus der Rue de la Chapelle rufe, dann geht ihm am Velo, geht den Bobby, wenn ihn da steht auf der Kreuzung, weil traut Luft geht nicht gering. Außer können den decken Auto von einer gefahren, den direkt den auf vier, und der geht auf die Schleife stehen. Und dafür haben wir hier ein neues System, ich meine, Kasche ist aber 20.000 Euro, ein Wärmebildkamera, nee, so heißt es nicht, dass eine Wärmeerkennung, ein Detektor, den der Mensch erkennt daneben, dass den da steht, und dann hilft die Schaltung zu machen, sodass die Velosfahrer auch motiviert sind, über die Kreuzung zu fahren. Dann haben wir, wo ein bisschen, wenn ich das so sagen, der knapp ein bisschen mager wäre, was Spielplätze betrifft, und da Leute, die mir gesagt haben, wir müssen immer bis bei der Spielshow laufen oder an der Frauen, wie man das kann, zu spielen. Und da wollten wir dem Wunsch entgegenkommen und haben dafür für 60.000 Euro oder 50.000 Euro einen Spielplatz oder ein paar Spieler, die wir am Hang, wo ein paar Schof wären, da ungefähr an der Gegend, für die, die das mitkriegen, da an der Gegend machen wir ein kleines Spiel hin mit so einem Klotergerüst an einer Bank, für das dann auch die Kanner da können, nicht immer müssen bis hoch an den Dorf kommen, für einen adäquaten Spielplatz zu haben. Da dürfen natürlich auch all die anderen Spiele gehen, die sich trauen, ein bisschen ihren Job zu treppeln. Und auch die Hände drauf wohnen. Dann, als eine Woche durch, da werden wir mit Junge Mark gucken, für all eis Wahrkommunikativen, also um Bösch, um Kirfen, all die Wehr, die sind durch das Wasser extremst matt geholt, sehen die auch aus, das ist nämlich ganz flott. Und da haben wir dann die Marco gestaltet, als in anständigen Wehr ausschaffen zu lassen, wo er etwas möchte, was dann aber auch global ist. Und da haben wir Heimat über 200.000 Euro am Budget stehen, wo wir die Wehr dann wollen alle Gute neu machen um Kirfen. Dann wollen wir weiter, das wird man schon ganz klein lassen, an der Mobilitätswoche angeweiht und die Fitnessständerinnen wären nicht da. Da wollen wir die großen Parcours ausrollen und da sind mal zwei Plätze vorgesehen, eng bei der Sportsaal und eng beim alle Fußballterrain. Für da aber dann so einen zusammenhängenden Parcours aufzustellen. Dann an den nächsten Wochen auch nach Reunionen zu der
zu der ominöser Tennis a Beach Hall. Du wirst da doch do am Minister e Revirement für einen neuen Minister do hast. Möcht mir aber keine Angst, dass er nicht viel gehen. Wir werden weiterhin in der nationalen Beach Hall an unserer Tennis Hall festhalten, dass die gebaut wird. Und da hoffe ich, dass wir auch hier können geschwind die Pläne vierlehen zum Wort. Das wollte ich nur noch sagen. Ja, ich muss aber trotzdem mit sagen, wir hatten vier lange, hat man also wenn ich gucke, 2015, 16, 17, 18, 19, wir hatten schon 5, 6, 7 Jahre, wo wir ein Tennis drischen hat, könnte spielen, wenn man die Kupol-Demos realisiert hätte, weil ich gelesen an den Zeitungen, dass als Nopisch gemengen, alle gute Kupole bauen. Die ich gefragt hat, ob wir könnten zusammen einen Tennishall bauen, die bauen Energieschleudere, wie da mir das an den Kopf gehalten hat. Ich wäre froh gewesen, wenn man das gemäht hätte, weil dann hätten wir schon lange dagegen gewählt. Mir gut, ich bin noch bereit, da neue Wege zu gehen, erst den neuen, dass wir dann die Tennishalle realisieren. Das ist auch wichtig, dass man den Tennis können mitteilen, dass das den Delay wusste, muss dich geduldigen als Verein und dann sicher andere schon noch am Wand. Dann haben wir einfach Budgetposten gemäht, weil sowohl vom Football, die von der Ticket verkaufen, stehen die natürlich nass, da von der Trend, dem Spektateuren Tickets verkaufen, denen muss man ein Abri stellen, wir müssen an der Halle Fernseher abrichten für auch die Bahn ein bisschen besser zu weisen, weil dann in den verschiedenen Räumlichkeiten lebt, dass man die Racken sich direkt kann informieren, wo lebt etwas, und da will ich auch da, was gleich an der Sitzung gesagt ging, das gucken für auch die Bahn, Fußgängerleitsystem als größtes Wort, mit denen, die zu Fuß an dieser Sportzahl unterwegs sind, weil da kommen da aber durch die verschiedenen Aktivitäten von Bausen ran, die wissen dann nie, wohin, dann gesagt, sie da stehen, an ihren da rundherum, gucken wir da doch auszubessern, dass wir auch da in den Budgetposten holen, wo wir können verschiedene Änderungen machen. Dann gehen wir am Januar endlich bei Pont-et-Chaussée. Sie haben also Rendezvous gehen für sowohl als Dresscherzone, die schaut gar nicht weiter wehnen, die hast du mal dann nicht ad acta, die geht weitergetrieben. Wir gehen nur bei Pont-et-Chaussée, wir haben alle ein Projekt in puncto Mobilität oder Straßen, Wehr. Und dann wollen wir auch die Ralentisseur am Angang verbissen, wenn ihr von mir schon hier kennt, von der Kreosöverhof, dass ihr hier den Verkehr drastisch kann bremsen kann. Und auch die rausfahren, dass die wissen, dass sie nicht mehr lösen müssen. Vielleicht hilft das dazu bei, dass sie dann den innersten Teil ein bisschen moderat rauffahren. Das ist eng für viele Mesuren, die wir hoffentlich in nächster Zeit umsetzen. Ja, dann nächstes Jahr geht auch Trauster Strasse massiv an Ugriff geholt. Die geht ja also zwei Spuren umgewandelt mit an der Mitte Begringung an der Trottoir in der Velosphäre rundherum. Dann kommen wir punkto, das ist die letzte Slide, schon schön gepackt für die. Da kommen wir punkto PAG, hoffentlich zur Finalisation, weil wir dann da wie in alle guten zusammen haben. Dann proposieren wir euch an einer Erbesitzung eben ein zweites Wort zu holen mit den Konklusionen, die wir da gezogen haben. Ab Hafend wollen wir aber auch mit 50.000 Euro mal eine Tüte an Auftrag gehen, für zu gucken, wie wir könnten auch da noch am Heischwasserbereich am Heischwasserbereich schaffen, weil das aber schon dramatisch, also ich bin vielleicht nicht ein Expert, aber mir fällt ab, dass an den letzten Zeit, wenn nicht zu viel rennt, dass schnell und auch heisch klimmt. Etwas, was eine lange Zeit lohnt, nicht so wäre, schon gefühlt, wie wenn aber durch eine Änderung könnte. Wir werden auch bei dem Startkriegen, was wir sicherlich weiterfeiern, da sind Bürger vorhin am April. Aber auch das Heischwasser an der Erde soll es noch immer wichtig sein, auch wann du vom Wasserwirtschaftsamt vielleicht als dem uns auch die Projekte aufgeschossen gehen, das würde ich auch weiter den Druck heischhalten, für dort zu schaffen drin, weil ich der Meinung bin, dass alle Mesuren aber trotzdem können dagegen wirken, weil wir schütten noch viel mehr Wasser von überall auf an die verschiedenen Flüsse, auch halt zu bissen und dat. Und dafür ist es nicht unwichtig, für auch dort die Mesure und die Krühen zu machen. Hier ist konkret durch den Football-Terra zu schaffen, für den Mott anzubannen, für auch die City Albert Rats vielleicht
umzugestalten. Ich weiß nicht, was da noch dabei rauskommt, aber für und alle meist Millen, wo wir auch ein Projekt wollen, und ihr wisst, dass wir wollen ein Hotel da machen, wo auch die Tüte voll am Laufen sind, wo sich schon noch strategisch aufgestellt wird, wie wir das umsetzen, und da werde ich euch das auch präsentieren. Und dafür müssen wir auch da am Vierfeld Verbesserungen haben, wenn wir auch da wollen, da nur ein Hotel hinsetzen, weil das wäre nicht ganz korrekt, wenn man da ein Hotel bauen oder sonst irgendeine Aktivität hinsetzen und die bei allen normalen Heischwasser überschwemmt wird. Bedeutet aber auch, wenn man die Renaturierung für Märchen abhaffen, dass das impliziert, ich meine, wenn man eine Footballterra fort könnt, ich stehe selber aus dem Verein, ich höre noch den Verein da schon rum, manieren, was geschieht da mit uns, und noch den Agility-Tornado, die Maladuina gesagt hat, ich muss noch für die Römerbanner platzen, Solutionen finden, darunter schaffen wir. Mit das auch so, dass das nicht einfach dann den alle Football-Terrap lachgebuddelt soll gehen und das war's. Da soll dann schon Natur nur, wie auch also PSG das gehabt, dem Bürger eine Möglichkeit geben, nur bei Data zu kommen, wo sie können auch Naherholungsgebiet und der Art tun. Das heißt, das soll Hand an Hand man nicht gehen. Dann Renouvellement du Mobilier Urbain. Wir wollen noch die Banken am Dorf. Ich meine, Paulus hat dir gesagt, den Kommission soll sich da Gedanken machen, für die Standorte zu definieren. Ich meine, dass wir vielleicht noch ein paar am dritten Alter sollten drüber gucken. Ich habe eine Mobilitätskommission, soll mal da etwas ausschaffen. Und dann hören wir noch in der Wien drüber, auch vom dritten Alter. Ich fand immer so ein bisschen komisch, wenn sie im dritten Alter soll so, wo es will sitzen. Sieht, wo ich will sitzen, noch vielleicht kann er dann. Wir gucken da doch, weil ich weiß, dass immer in älteren Herr am Dorf, den hat sich keine Bank gewünscht bei der Gemeinde. Und ich meine, das könnte ein bisschen durch, dass wir gesagt haben, den dritten Alter weiß auch, wo ein Bankfisch ist, wenn sie auf ihren kleinen Tier rundherum sind. Aber das gesagt, wollen wir dann noch die Banken ersetzen, das Tür. Und dann, ja, nach einem wichtigen Sujet als den von den Transaktionen Immobilieren. Wir gucken für auch die kleinen Mies an Angriff zu holen. Wir haben das damals auch schon als Fraktion moniert gehabt. Ich meine, wo wir die andere Seite vom Tisch sitzen. Dass es wichtig wird, dort zu investieren. Und wir haben dann noch Lohn, wo wir an der Verantwortung sind, da ein bisschen Träder und Trüle bräuchst mit den Proprietären. Und da sind wir der Meinung, dass es Sinn macht, selber aktiv zu gehen als Gemeinde, wenn man mich fragt, finanziell auch, wie man sich so aufsichern. Da fand ich, dass das tote Fleisch der Bereich, wo man nach Kind schöpfen, wo man also ein Service Logement auflehnen. Und Ziel ist es natürlich, abordable Wohnraum zu schaffen, mehr aber auch als Gemeinde aktiv zu gehen, wie Lodo vielleicht aufzuwerten, ohne denen wollen zu notreden, dass der Staat als dann endlich erkennt, dass du Land, das wird Kind benutzt gehen, für Wohnraum zu schaffen, dauert als ein bisschen zu lang. Wir gehen ja selber aktiv und dafür kreieren wir ein Service Logement der Gemeinde, den als Hauptaufgabe, da wir tun heute ein Zentrum zu begleiten, bis zu der Lokation. Und dasselbe ist dann noch um kleine Mies. Nach der Saison um kleine Mies, da hat man als du eine Reserve raushalten, da noch für meiner Meinung nach eine Maison Relais, da wirklich dort zu bauen, mit einer Sportinfrastruktur dabei, wo die Kanada kurz wehe haben, für an den Sport zu gehen. Und den Moment, ich meine, das versteht auch nicht früher, wenn man Maison Relais oder Crèche an Maison Relais raushüllen, dass dann Kapazitäten freigehen für unseren Schulcampus, den dann um Sit kann bleiben, den wir auch heute wollen vergrößern. Und ich habe auch immer gesprochen von einer Küche, ich kann das nicht hier am Budget alles präsentieren, weil das passt nicht hier. Wir sollen auch eine zentrale Küche entstehen. Wir haben die erste Aktion 22, die Terrain zu kaufen für die Schiene für die Zukunft zu stellen. Und dann, last but not least, was ich euch aber noch mitteilen wollte, dass wir auch nicht vergessen als Gemeinde, zu modernisieren und zu digitalisieren, dass sie auch wieder die auch auf nationaler Ebene viel gehalten gibt, Digitalisation. Ich gebe euch konkret Beispiele, wie wir das wollen. Sehen. Ganz einfach, in der Digitalisation wollen wir mal 50.000 Euro für gesehen, für als ganz Akten und Kontrakten zu digitalisieren, dass sie nicht immer alles muss
am Buch noch gehen, an was Modernisation natürlich auch betrifft, dann noch nach immer Digitalisation, dass auch die Bürger davon profitieren zu lassen, dass wenn man so ein PHP, da kommen sie auf die Gemeinde, dann machen wir den größten Plan, aber wir wissen nicht, wo oben und innen ist. Da ist die, die wir zusammen mit den modernen Toolen, die PHP und 3D-Modelle ranzuholen, so ein bisschen wie der Heike sieht, aber nach an einer digitaler, wirklich digitaler Fassung, der dann dem Bürger zur Verfügung stellen, dass sie sich für allem an den höchsten Kaffee stellen, was bedeutet, dass dort der Schiet, den auf mein Haus gehalten wird, oder was bedeutet, wie gesagt, die Straße da wirklich aus an dem Quartier. Es wird all die Frauen, die in sich, wenn er für seinen Plan steht, dann muss ein bisschen mental verstehen, die für sich mit den Toolen, mit den neuen Toolen dann eben zu vereinfachen, an unseren Leuten die 40 zu präsentieren, indem sie mal Beispiel PHP eben dann auf 3D-Modelle geben, projizieren. Aber das ist nicht alles. Ich könnte nur noch so mit Stimmen. Am Februar das Verkehrsreglement, dann nur Taxen und so weiter. Ich schaue aber nur da ab und ich gehe auf Zöllen über. Heute sieht er dann am Service ordinären Resette Nummer 14.515.672 Euro, an Depensen 12.801.104,50 Euro, am Extraordinären 12.489.452 Euro. Reset-Depons 13.799.839,07 Euro. Möchte dann, wenn ich den Boni, wenn ich den Boni-Präsumé holen, mit dem Boni vom Exercice an den Mali vom Extraordinär aufrechnen, kommt ich dann noch ein Boni-General für 7.246.269 Euro, wenn ich alles da richtig abgetippt habe, weil stippen das ja auf. Wenn ich da keine Fehler mit tun, dann ist das unser Budget 2022 mit den Erklärungen, die ich gehen habe. Und voilà, ich habe dann genug gesagt. Und ich gehe vielleicht mich kurz, ganz kurz verabschieden, da sind ich schon da. Da lauschen Sie doch nur, was das so nicht. Sonst kein Aufhang, da fängt schon. Weil am ersten vielmals für all die Erklärungen, da hölle wir dann schon ein bisschen verschiedene Punkte besser zu verstehen und noch zu wissen, was das nächste Jahr alles geschieht. Was sind drei Punkte, die ich eigentlich gerne wollte kurz ausschwätzen oder einen davon ist mal ganz wichtig. Mit der Grobelo habe ich schon ganz oft annehmen dafür, weil ich nicht allzu viel darauf angehe und du sagst, du auch ganz viel Erklärung dazu gehen.
Das heißt, was für uns alle Guten oder für die Gemeinde immens wichtig ist, dass den Ausbau von der Kirche, du hast das schon viel, viel erklärt, dann noch ein Ausbau von der Maison Relais, wobei ich denke, dass die Kirche noch mehr wichtig ist, weil du sind die Wadelöschen extrem lang und kommen dann auch immer mehr dabei. Ich bin schon selber bei mir auf der Arbeit und voilà, dafür sind wir froh, dass aber für das Budget 22,6 Millionen draufstehen. Mit das, wie du schon gesagt hast, es dauert immens lang, für verschiedene Sachen dabei zu kriegen. Und dafür ist es umso mehr wichtig, dass das Projekt aber relativ sehr weitergeht. Und weil du schon viel darüber gesagt hast, dass wir noch keinen Plan gesehen haben, aber du hast ja uns gesagt, dass wir den im Februar werden gesehen. Und dann sind wir ganz froh, wenn wir das da können gesehen und eventuell auch mal stimmen, weil das wirklich immens wichtig ist, dass es da weitergeht. Ich, so, ich kann wirklich nicht mehr gucken. 2015 haben wir da wurscht geschafft und einen neuen Krieg gebaut, riesengroß. Das sind weil sie wie wir hier und ich meine, wir recht viel Güster gewesen und wir sind los, um am Gang für weiter auszubauen. Und es hat immens lange Prozeduren erkauft, dafür, ja, also wirklich, wirklich nicht mehr und Herz zu lehnen, dass du weiter Druck drauf zu machen und dass es das wirklich weitergeht. Aber auch bei den Plänen von der Schule, ich denke, noch da werden wir dann irgendwann ein bisschen mehr genau gewiesen kriegen, wie das am Konkreten soll ausgesehen, weil man ein Budget von 3,2 Millionen ist natürlich schon eine Batze Geld. Und da war ich schon froh, wenn ich weiß, wer du bin, du zu könnt. Aber das andere, dass einfach bist du froh, ob ihn, du etwas kennt anderen oder wer du mal willst. Du hast mir oder an sich immens viele Gebäude hier gewesen, die du abgekauft haben, die du eidel stehen, wo natürlich auch schon Projekte geplant sind. Mir bist du, dass du etwas dran hast. Als in attendant, du hast mit den Gebäuden gemäht. Ich so wie, ja, die Bisse Millen, die steht ewig immer lang eidel. Ja, dann haben wir noch Maison Stoffel oder die Altpost, die Altspurkäse. Für allem du fandst du es sieht alles nicht ganz schön auf Gruppe aus, aber wenn du eine Idee hast, wie eine Möglichkeit hat, für das ein bisschen mehr attraktiv ist, du hast für dich selber gesagt, ein Dorfkehr soll mich schön gemäht gehen. Aber bis du so könnt, dauert das noch ein bisschen mehr. Einfach nur froh, ob die Gebäude bleiben, sie einfach so stehen, weil solange wie sie nur einfach so stehen, die degenerieren und voilà, die hoffen wir nicht, dass sie zerfallen oder so mehr. Weil dem nur geschieht. Oder auch wie die Maison Feit und so, oder die Appartemente, sind die nur alle verlohnt. Aus der Lohn bis eine gewisse Zeit oder sind nur schon bleiben, aber das muss ich auch nicht am Publik, das geht schon keiner Person mehr. Einfach viel zu wissen, ja, ob die Leute noch dran sind oder ob das aber noch bewundert ist. Voilà. Schon ein dritter Punkt, mit du kannst aber auch. Soll stehen, das ist der letzte. Voilà. Dann, das stung eben auch am Budget für 2022, dass er gerne auf die Wehwelt geht für die Freie vom Covid-Check. Für alle mal am Sportevent oder bei den Sportvereinen, dass da sollen neue Subsidreglementer angeschafft gehen. Du wolltest mir aber fragen, ist das wirklich nur ein Rang für die sportlichen Vereine oder ist das auch für andere Vereine? Weil auch andere Vereine haben nur Probleme, wenn sie so Events organisieren. Zumal zu lohnen, ich weiß nicht, wie lange das noch unhält, mit dem 2G+, brauche ich niemals viel Schnelltester und so verschiedene Sportvereine, die kriegen von ihrer Föderation Schnelltester, andere kriegen da von der UGDA. Aber wenn ich gucke, ich hole nur die Vereine, weil da denen das, wo so viel aktiv sind oder ein alter Verein, ein alter Komitee kriegt es vielleicht noch von der Schule oder ja, ich weiß nicht, wird man am Cercle Dramatique, also all die, wo kriegen die hier Schnelltester oder für die Covid-Check, die freien, wie gibt die mit überholt gehen, voilà. Das sind meine drei Punkte. Merci. Okay, also ich gehe noch nicht auf die ersten Punkte an. Ich meine, da sind wir als eins, dass es muss vier gehen. Und weil wir sind ein Tributär von vielen Sachen, den ganzen Autorisationen schon den Oven, da war schon online und lachst gesagt, ich hoffe, dass wir sehr vier kommen. Und ich bin mir sicher, dass schon Joanne noch drauf gesagt hat, ob die Projekte, dass sie noch neu bei ihr ist. Und hat können da bestören, dann werde ich die Pläne auch weisen, sobald sie dann okay sind. Also für die man will, so respektive wo einer kann Änderungen machen. Wir stehen da direkt bei einer Kreis, wo wir das Maximum schon ausnutzen. Da können wir nicht mehr viel. Wir können nächstes Jahr noch diskutieren, ob wir draußen Holz machen oder die Gring oder Blume. Da gehen wir wirklich auf Maximalien. Bei der Schule ist eine andere Diskussion. Da haben wir ja auch mit einem Architekt, wo wir schaffen, wo wir eine maximale Ausnutzung gehen. Da spielen aber so Sachen wie Fluchtwehr kannst und so weiter. Wie gesagt, das geht noch nicht so im Detail. Die anderen Freunde, die sie gestaltet sind,
sind effektiv ganz interessant froen. Wir haben uns Gedanken gemacht mit den Gebäuden, die wir kaufen, was können wir da machen? Bei der Mühlensonsche direkt machen wir nichts, weil wenn wir da wollen in dran setzen, da müssen wir viel suchen, dran investieren. Das heißt, wir lassen Mühlen wir lassen sie nicht auf keinen Fall verwesen oder futtig gehen. Als Leute gucken immer da noch, mit sie denken, dass im Moment als Entrestockage an Molenka, wenn irgendwie muss ein Büro benutzt gehen. Aber wir können auch keine Leute da wohnen lassen, weil dafür ist definitiv, das kannst du keinem zumuten, dann müsst ihr richtig arbeiten gehen. Wie gesagt, schon auf vier Drogen gesagt, bis am Millen, für die konkret zu nennen, da ist ein Projekt, den in dem Lomart Heistrock geschafft wird, den noch an den nächsten Mainz spruchreif wird. Das Appartement par contre, da haben wir zum Beispiel hier an der Grand Rue das Haus. Da haben wir Leute entgegenzukommen, die sie wird die Leute gekönnt kriegen, die am Dorf Bisa, die auch kann in der Schule, wo ich auch schon mit Leuten geschwärt tun. Wir wollen denen Möglichkeit geben. Wir haben wirklich nur zwei, drei Plätze, wo man nicht ranholen könnte. Und geht man darum, für alle Möchte immer die Kanner ranzuholen, die mich gefreut tun, für denen zu helfen. Par contre, muss man aber wissen, dass man uns auf der engen Seite zwar den Leuten entgegenkommen, mit Dono muss man den Leuten so logisch raus. Und da das einfach mal ein bisschen Angst mich bei dem Ganzen. Ich will Dono nicht gesagt kriegen, du hast sie auf die Straße gesagt, oder den vielleicht Dono hier sitzt, der dann muss so logisch rauskommen, das war aber dem muss gesagt gehen. Weil ich selber war heute dabei, wo die Gemeinde mit Leuten gesagt hat, ihr könnt hier in der Wohnung gehen, so lange. Und ich meine, ich habe nicht die Hand, wo ich den so, du musst raus. Aber, auch wenn ich Sachen geschrieben habe, dass immer ganz allen nur, wenn ich muss keiner, Familie mit keiner so ein, weißt du, musst da rauskommen. Wenn wir gucken, wie du kann die Vertrauensbasis mit den Leuten abbauen, für ihn aber eine Solution zu geben, für können Leute zu bieten, zu bleiben. Und boah, da gehen die drauf wohnen, ich werde mal wohl nicht, dass die Fassade frisch machen in der Grand Rue. Das machen wir da noch. Ja, der Covid-Check, das haben wir dran gesagt, weil, wie ich viel Ruhe gesagt habe, was immens wichtig ist, dass Vereine sich trauen, etwas zu organisieren. Und es scheitert natürlich oft auf dem Finanziellen, weil es schon, die wenn die überhaupt umgeht, müssen sie schon großartig freien in der Höhle. Und ich meine, wenn wir ein bisschen aber bei Boni General gucken, da können wir es aber erlauben, da einen kleinen Effort zu machen. Das ist nicht nur für die Sportvereine. Wir gucken direkt am Anfang ein Reglement, ein bisschen festzuhalten, wie ihr das Kind aufwenden. Ich bin aber der Meinung, dass es ein öffentliches Event muss sein, wo die Leute, die hier kommen, wo auch ein bisschen Geld verdient haben. Darum, dass man da zum Beispiel so, hey, da bezahlen wir, ich sicher jetzt Firma, dass die den Covid-Check machen. Weil, wenn wir hier eine Sicherheitsfirma stehen hätten, dass wir hier waschgeiten Geld, also wir haben Leute, die wir kennen, wir haben eine normale Reunion, da meine ich, dass das nicht nötig ist. Aber da, wo aber zum Beispiel Alkohol konsumiert wird, die versteht, was ich meine, so wie fest, oder ich glaube, der Verein versucht, Geld zu verdienen, aber wo er nicht seine Leute kennt, die kommen, ich meine, das ist ja der Punkt, den du meinst, auch gemeint hast. Ne? Da könntest du ein bisschen blöd für du mit Leuten zu streiten, weil die ihre Kartentität nicht will weisen. Und da wollen wir den Gest machen. Aber die Schnelltests, da muss man da gucken, wenn wir das Reglement zusammenstellen, ob, ich weiß, der Sportminister stellt Tester zur Verfügung, wie du gesagt hast. Wann, und das könnt ihr ja dann festhalten, die keine zur Verfügung gestellt kriegen, und wir die als Gemeinde da können zur Verfügung stellen. Wir werden doch limitieren mit den Sekuritätsleuten, weil es einfach nicht für eine Phase abzumachen, da sehen dann alle Mittwoch oben sein After Work möchte und man dann do, muss gucken, wie man das gemacht kriegt. Aber da ist von uns der Willen für die Vereine ein bisschen Geld, die Freien zu remboursieren. Effektiv sind hauptsächlich, ja, der Covid-Check auch wieder muss machen. Und sich, also, das ist wirklich nur ein Beispiel, das wird immer rumkommen, wo wir die Kanner Secondhand gemacht hatten, wo wir so schnell testen. Ja, und du kriegst keinen großen Kosten schnell testen. Da sind wir ja genau an dem Schema, wo ich so tun, der Verein verdient zu. Das hätten wir ja gerne, dass sie leben, dass sie sich selber finanzieren. Dafür ist es aber mit einer fremden Gesellschaft, wo Leute nicht kennt, kommen ja Leute von überall hier. Wir wissen noch nicht, wie die vielleicht da, die das wollen. Und dann hörst du eine Diskussion, für dem entgegenzuwirken und eine Woche zu garantieren.
dass du nur nicht von ihren Membern seht, das gut geht ran, ich will auch keine Diskussion nun. Stell mir hin, den die Sicherheitsaspekt sucht und dann gucken wir auch an dem Fall vom älteren Verein. Wir warten nicht, dass wir als Gemeinde dann da eine gewisse Quantität von Tests zur Verfügung stellen, wie man das auch bei den Kommissionen da meint. Das wären Frohe vom Joel. Der Verschüsse nach der Provision bauen und wir haben alle guten Einsätze in der Budget hier geguckt. Ich freue mich, ein bisschen der Rolle von dieser Gemeinde, die wir haben mit all den Festen, die so stattfinden. Also das ist ja alles schön und gut, dass wir da etwas machen. Wir haben eine Gemeinde, die soll die Infrastruktur stellen, dass nicht das möchte, dass die Vereine können leben. Ich meine, dass das ein bisschen ein Spagat ist, wenn man also lo, zu viel daran mischen und das, was lebt oder so. Da tun wir lo, mal zum Beispiel das Kürbisfest gehabt oder das Bursch brennen, wie sie nicht immer den Unterschied, wie mischt das lo. Ist das Verein, der noch da aktiv ist oder ist es eventuell als Gemeinde, die das organisiert? Ich meine, da soll ihn da ein bisschen soll ihn den Club auch leben lassen, weil wenn wir als Gemeinde immer große Evenemente machen mit riesen Haien, riesen Dorf und dann denke ich, ein Verein etwas will machen, da steht den da wie der Niki vom Haff, weil den das gut nicht kann bringen. Ich meine, wir sind da natürlich für Christmärkte zu haben oder für ein Schulfest oder für die Sachen, Kommemorationstag oder ein Kirmes, da können wir auch viel helfen, an dem es ein Kirmes am Dorf ist. Aber irgendwie muss man da auch aufpassen, dass man nicht zu viel an das Extrem durchgehen. Und ich will auch zum Beispiel als Mobilitätsfachter, das ist eine super Sache gewesen, und das ist auch eine Hautengflotsache, aber wir sollen da auch nicht zu viel groß gesehen, die Evenemente. Wir sollen einfach immer ein bisschen Kirche am Dorf bleiben. Und wir sind hier nicht zu Ärger, wir sind auch nicht an Großstädt. Es hat mir ein bisschen leid getan, dass du ein ganz Fach. Und das hat auch den Leuten nicht unbedingt immer gefallen, ein Stoß, der gespart war mit der Bühne, die da stung. Ich weiß nicht, ob wir da nicht besser hätten, als ein bisschen rum zu besinnen, ob wir kleine Sachen haben, was dann Männer erbisch bringt, Männer auch erbisch, natürlich auch ganz viel erbisch, die Chefrot, die muss Decisionen hören, wer, da, wie, ja, wo. Ich denke, dass man durch an all diesen Sachen von Bisein und was auch immer, und das geht, das ist alles ganz schön und gut. Aber wir sollen aber nicht so groß sein. Wir haben noch Vereine am Dorf, die mal so Sachen noch schon gemäht haben und die da doch vielleicht in Zukunft auch wollen machen. Denn das sind von die Sachen von den Festen und so, wo ich denke, dass man nicht sollen zu viel Party von der Gemeinde aus machen. Also wir sollen noch Dörfvereine aktiv gelassen und noch die haben Imagination gehabt. Wir hatten Salz an der Zeit zu bieten. Das war noch flott Sachen. Und noch vielleicht ein bisschen Hummer im Leid, wie den Afterwork vom Tennis, die durch die Infrastrukturen, die sie kriegt haben, wo sie dann noch aktiv gehen. Wir sollen noch die Vereine nicht losstellen, etwas zu machen, von mir schon so viel haben. Bon, und dann dafür gehen noch die Budgeten zum Beispiel, die gehen einfach massiv an die Lut gegangen, die letzten Jahre, haben wir gesehen, was in Mobilitätsvorhut geht oder was die feste, die Budget wird fester. Und noch gesehen, da steht ein Biestrail oder da. Wir hatten noch einen Verein, den das am Dorf schon mal gemäht wird, und ich weiß auch von dem Verein, dass den das nachher manchmal will organisieren. Ja, wenn die Gemeinde das an die Hand hält, dann braucht der Verein, wie steht der Verein dann da? Das soll ihn dann mal im Verein, wenn sie zusammen gucken, wie ihn das da kann machen. Weil schließlich besteht doch schon etwas. Was ich aber wirklich schlecht gehabt habe, ist mich aufgeregt, weil die Zuhren aus dem Kirchfest rausgeholt sind aus dem Budget. Ich bin dafür froh, dass wir darunter schaffen. Und dass das nicht vergessen ist, und ich meine, dass sie noch da mal machen, fand ich, haben wir auch da einen Mann, der sicherlich begeistert ist, für uns da zu helfen, auch wenn es nur mit dir geht, wie am Anfang, wenn er noch eine proper Lesung ist, und eine Flottlesung, dass das erzählt. Was danach aber ein bisschen fehlt, vielleicht, dass das Kirchestrap,
die ist wirklich an einem ganz schlechten Kirchentrap. Kirchentrap, pardon, nicht Kirchfest, mit Kirch. Die Trap, die ist wirklich an einem schlechten Zustand und nicht, dass es da ein Kehe fällt. Und das sind auch nicht immer die allerjüngsten, die da überall da rundherum gehen, sollten wir vielleicht einfach ein Kehe gucken. Und noch die Geschichte mit dem, mit dem Dreck von den Daufen, den da für unter dir liegt, da müssten wir auch ein Kehe als Trims beschäftigen. Wir bestimmt fanden wir da auch Lesungen und sie doch gewollt, das doch zu machen. Du hast hier drunter ein Kehe kurz ungeschwert vom Heichwasser. Das ist richtig, wir haben im Moment ein Phase das Jahr schon gehabt, wo der Rimm als am Dörfrimm rausgetreten ist, also noch da drinnen abhaffend. Wo wir aber trotzdem auch nie dürfen vergessen, dass wir nach Trutte Finstertal haben und dass wir trotz Stärkrein, ich meine, das haben wir denen schon gesagt, die Zeit, wie die sich bei uns gemeldet haben, der könnte von Stärkrein schwätzen, aber das Wasser könnte auch von Uselding beiven. Und wir gehen just dann auch weiter nach Kolmar. Ich meine, muss am ganzen Streck von der Erde, die 30 Kilometer oder viel sind, da muss ich überall drauf geschafft gehen. Wenn wir hier lang zu bießen, etwas machen, stark kriegen, das geht mir an Menge nach. Natürlich, es muss auch an den Gemengen für drin, muss das, wie noch immer, sich sehr an die Hand hält, muss da etwas gemacht. Boah, also... Da das mehrere Marken halt zum Budget an, zu Menge Wühen. Okay. Da habe ich kein Mikro gemacht, doch. Doch, ich war gut, ne? Ah, war gut. Doch. Ja, merci Frank, das wissen wir wie beim Cyclocroquet, das ist ein Wü, die ein Obsache kann tun. Ich meine, dass wir nicht ernst das machen, wie Traditionen versuchen zu erhalten. Das ist auch etwas, was du selber mit mir zusammen am Schafrot gemäht hast. Buschbrennen wäre nicht mehr, wäre es nicht mehr gemacht gehen, weil der Standort immer mich schwer geht. Wir haben, und das wirst du auch gesehen, wo kann ich den Standort tun, und wir haben auch noch, wenn ich Buschbrennen höre, weil es das genannt ist, also es aber eigentlich legitim, wenn wir versuchen, dass Traditionen, die am Dorf wären, dass die weiter erhalten gehen. Du kannst die Kür bießen, das ist natürlich über deine Aktion gelaufen, auch für vielleicht den Sinn an den Drunnen, den musst du da erklären. Es geht darum, dass der Blumenverein, das hat dir auch selber immer gesagt, also der Blumenverein müsste ein bisschen mehr machen, wie just vielleicht Monatsversammlungen, wo dann aber nicht genug mit Blumen geschieht, aber mit Pflanzen. Aber ja, hat Roger, an all Respekt ihm, das ein bisschen an die Hand geholt und hat für sich zusammen mit dem Blumenverein, hat sich auch übrigens am Blumenverein engagiert. Das möchte ich ja bestimmt nicht, weil er Zeit zu viel hat, wir wollen einfach die Vereine, die also vom Herzen leihen haben Dorf, für die weiter zu unterstützen und nicht für sein, bestimmt nicht für ihn selber, heute probiert, das auf die Beine zu setzen. Das soll natürlich dann nur automatisch funktionieren und noch weiter überholt gehen. Aber das ist auch ein Generationswechsel, der muss geschehen. Und wir müssen als Rolle aber auch durchspielen als Gemeng. Aber wenn schon die Kevin gucken, hört sich beim Bistrail, beim Kürbissen angeschlossen an eben mit seiner Kommission, als er hingegangen hat, hat dann den Rallye am Busch, den aus sich kein Aufwand wäre, weil doch keine Party wäre, wir kann einfach durch den Busch geschickt. Wir sind ein bisschen auf Platz und Angst gemäht und sie hatten Spaß dabei und dann konnten sie einen Zopf zu essen und die Eltern sind sogar mitgekommen. Aber das war aber für den Blumenverein. Und der Blumenverein sollte davon profitieren, weil wir wissen, dass der Blumenverein vielleicht ein Motto braucht, für den Mund zu kommen, war das der Kürbissen, den Zweck und Sinn vom Kürbissen. Gerne will ich auch Männer Zeit investieren als Bürgermeister, als Schäferrot, an die dort zu sagen, weil ich schon, wie viel Ruhe gesagt habe, einer, also für gemengentechnisch, einer Sachen, die ich gerne genug und privat habe ich auch so manches zu dienen. Ein Mobilitätswort, da können wir darüber diskutieren. Ich bin der Meinung, dass in die Sensibilisation muss heischhalten und dass ihn auch muss verstehen, dass ein Woche lang ein Straße nicht für den Auto verfügbar ist. Kein Drama, als sie erst da noch im Dorf, sie können da noch ganz viel drüber fahren. Und, kommen Sie nicht ehrlich, hier wäre ich aber dann ganz fein und nicht fies. Ich habe nur die Straße geholt, die sich am besten im Führer lässt mit all den Gefährern. Es wäre für keinen weiten Umweg darüber und die Zeit wäre unter einem Deal gesperrt.
Mit nächstes Jahr, wenn man an der das aber auch der Grund, wieso dass die ganze Manifestation in Gemeng so viel an drin ist, wir sind in einer Situation, Corona, ich meine, die gesehen, dass wir ja gerne in einem Punkt wie drüben darüber geschwärt, Covid-Checken wollen vereinfachen, dass Leute, dass Vereine auch mehr einfach die Sachen machen. Und dann sehen wir uns auch bei einer Mobilitätswoche zurück, wenn wir da Vereine da hinkriegen. Wir stellen aber fest, dass über die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnten, zu Bisse viel Bälle verschwunden sind und nicht mehr rumgekommen sind. Schumdeckelsball, der Klautschesball, Oktoberball, haben wir beim Fußball dann nach irgendwelchen Halmer, die noch umleben. Das heißt, wir müssen, und das schätzen wir heute als Gemeinde über Sachen, die irgendwo machen wir eine Sensibilisationsarbeit. Natürlich kann ich da ein bisschen suchen. Wir stoppen bestimmt keinen Tennisverein beim Afterwork. Par contre, ich unterstütze sie, wenn wir ihnen noch die Sonnenblende dahin gesagt haben, für das sie eben noch anständig können da sitzen mit ihren Leuten, die kommen. Und ich bin, wie gesagt, froh, wenn wir nicht auf Männer gehen. Dann aber auch ein kleiner Return. Wie war dann der Verein, den du den Bistrail organisiert hat? BBS? Ah, von wem aus BBS da bezahlt gehen? Ja, mit da waren so, aber Leute, die in der SPL sind und die auch noch weiter besteht. Mit dem Verein ist aber zu 100% von der Gemeinde bezahlt gehen. Das Thema muss von der Gemeinde bezahlt gehen. Also hat die Gemeinde 100% ein Lauf organisiert. Wenn man los, da muss da aber da so los, wenn du mal ein Beispiel kennst. Wir auch da sind nicht offen, dass wir Vereine holen, die die Sachen organisieren. Ich meine, in dem Moment, dass an übrigens die Bistrail, dass den der Rallye, den Loic mit seiner Kommission eigentlich organisiert hat, den haben wir just Beeson Trail genannt, weil er eben durch die Bösch geht, hast du eigentlich so genannt. Das ist Nomenklatur gewesen. Ich weiß aber auch, dass der Raphael mit seinem Service und Sache schafft, für eben Promotion vom Sport an der Gemeinde zu machen. Aber gut, wieso das will auch nicht weit aus. Wir müssen dagegen teilen, dass immer Männer hier in unserer Gemeinde geschieht, weil es geht in der Schlufgemeinde. Und aus dem Quartier, wo ich hier komme, an der Carlo, die Leute sind froh, dass zu viel zu bieten ist. Denen ist es an erster Hinsicht, egal ob der Verein, eine Gemeinde, eine Kommission ist, die wollen einfach, dass sie kurz wehren, um für ein paar Trinken zu gehen. Dann wird kiffend wehren, ich hatte eben mit dem Mark oder mit dem Cindy, mein Schwester, auf der Platz, und man hat geguckt. Und demnach war das nicht weit genug, meine ich, gegangen. Wir haben heute wirklich gesagt, heute guckt das ganz und dann hören wir das ab. Und das hat er auch gemäht. Ja, die Kirchentrap, also wir können gerne am Laufe des Jahres dann eine Tüte machen lassen, dann können wir gucken. Wir hatten da doch geschwärzt, muss ich auch ehrlich zugehen, an dem ganzen Harakiri von Donne und all die Tüten, die man gemäht hat. Versprechen sich da, dass man die aber trotzdem mit dem, den dann noch da um Dinge guckt, mal ein paar Ugin. Und dann gucken wir dann noch, wie weit die Envergure ist, weil die Wörter wird, dass die Dreschertzone relativ nur drucken. Das heißt, wir brauchen die Hechten, also dann noch ein Plateau, also Trap mit Dave, par rapport zur Dreschertzone. Wir, das ist ein Obli, dann, dass das noch nicht rasch ist, weil das hätten wir zwei Enkel geschwärzt, dass wir das gucken. Ich proposiere, dass wir das dann aber trotzdem über die ordinäre Freie, wo man so in Verfügung eben abtragen. Und dann ein kurz... Pardon, just, das ist ja nicht, dass du musst ganz neu mitgeben. Sie soll sicher sein, dass keinem etwas geschieht. Kann ich auch mal einen Fleck darüber machen. Ja, Enkel muss du neu mitgeben. Ich meine, wenn ich schon etwas möchte, wir sind ja Großmann und das eben, wir werden dann ein Tüten, dann noch gucken, ob wir dann nicht verschmelzen kann. Zeitlich oder wie du um diese Ruhe geht. Wie gesagt, das war mehr ein Ublilo, dass es nicht drauf steht. Mich hatte ich auch gesagt, schreibt man nicht nur der Sitzung, dann hätte ich könnten ihren an der Kange geht, das beifügen. Das hat man aber bestimmt gemacht. Dann noch Heischwasser, du hast ganz recht, und dafür habe ich den, für irgendeine Sitzung, ein paar Mittes, habe ich mich an eine Reunion gesetzt, wo ich gesagt habe, was könnte ich dabei raus, das war von der Maison de l'eau. Und du hattest die große Chance, nur zwei Stunden, wo viel an intensiv zwischen den Pompschäden, den CGDs war da, das waren Servicetechniken von all den Gemeinden da, du hast dich ganz viel ausgetauscht gehen und ich so, dass die einer Gemeinden, dass das nicht so ist, dass wir just als kleine Dinge machen, die anderen sind auch ganz sensibel auf die Sache, für allem das, was am Sommer geschieht ist. Und ich hatte die Chance, für da einen Vortrag zu halten, den auch von der Maison Relais weiter gepusht wird, eben das ja als ein Dachverband von der Adat-Gemeinden. Maison de l'eau, pardon, das schenkt mir mit. Maison de l'eau hat der auch versprochen, dadurch an den anderen
Gemengen führen zu gehen, die, die nicht da wären, an der Schwenge, dass die Projekt aber löser lös könnt. Weil ich das, was ich hier gesagt habe, dass mir aufgefallen, dass das an mir sehr klemmt. Und das, wie du siehst, könnt vielleicht von Nüssel, denke ich so, und könnt doch von den Lottissementen, die überall gemäht sind, weil das Wasser für mich sehr sehr Velo findet an den Berg. Kann sein, dass das doch durchgeht mit der Quantität, damit muss ich sich aber damit befassen und soll ihn das nicht aus den Ahnen verlieren. Und wir gucken in alle Richtungen, wir sind beim Wasserwirtschaftsamt, die gehen noch ein paar, kommen noch ein paar bei uns, für eben noch das ganz starkkriegende Konzept, was nicht abgehalten wird. Das läuft noch immer weiter, da sind Etappen geplant, ihr könnt das auf hw.biese.lu lesen, da steht auch schon drauf, wenn ihr die nächsten Termine sind. Da geschieht noch etwas. Und dann schätzen wir nachher ein paar $15 Strasse dann und das soll auch eine Mesure, da gehen die werden auch gucken. Voilà, das wäre einfach dann bei dir, Frank. Loik? Also ich wollte kurz dem Frank so und zu denken, froh, dass die Vereine nicht genug angebunden gibt bei verschiedenen Aktivitäten. Also mir hole zum Beispiel, wenn ihr guckt, ein bisschen, du hast mal das letzte Jahr, hat man das Problem, ja, also das Problem, wir wollten organisieren, da war das Problem, dass die Vereine nicht konnten servieren durch Corona-Mesuren. Dafür haben wir eben die Alternative von den Foodtrucken geholt, wir gucken und wir werden gucken, dass wir in Zukunft das alles machen, dass wir dort Vereine auch mehr abbanden. Ich meine, du hast noch geplant, so wie du an der Kommission warst oder dabei warst. Der Hummer, ich meine, das kein Event heute so bis, wo die Vereine mehr angebunden gehen, wie der Christmärz. Also wir stellen heute Basis und Infrastruktur zur Verfügung und Vereine, die können heuer aber massiv hier in Deel dazu beitragen. Und wir haben aber dieses Jahr, zum Mals dieses Jahr, immens noch geguckt, dass auch alle Vereine zu seinen Grundstücken können. Und voilà, das ist das, was ich wollte sagen. Und wir werden dann auch in Zukunft so weiter feiern mit der Kommission. Ja, merci David für das Wort. Ich habe noch ein paar Remarken. Als ich bin in der Jahre ein bisschen noch unter der Schuldensituation in AW, wo ich da bemängelt habe, dass Schulden stark rupfgegangen sind und wir haben da noch ein bisschen Tafelsilber noch trotzdem verkauft. Und das ist froh, dass die Tendenz hier mit diesem Budget auch an die umgekehrt Kurve geht. Und zwar, dass wir am Laufe von diesem Jahr 1 Million Schulden Männer werden haben, ob das im Konto was extrem positiv ist und dass wir aber auch mit dem einen oder anderen Kauf, den wir betätigen, trotzdem noch neue Tafelsilber dabei schaffen mit verschiedenen Kief rundherum, wo wir dann eventuell weiter Wachstum können kriegen. Das zu den positiven Sachen, die definitiv in diesem Budget stehen und dann muss man ein bisschen vorstreichen, dass das positiv ist. Merci. Boah, ich meine, also das ist, was ich so, dass das ein ganz flottes Budget, das gehört, das ein Budget, der ganz gefährlich ist. Ich gehe noch ein bisschen am Detail noch an. Besonders die Sachen, die gut gefahren, noch vielleicht gut kriegen, wie Monate, die noch bleiben. Aber erstens, was wichtig ist, das heißt, es ist immer ein wichtiges Thema, im Allgemeinen ganz wichtiges Thema, sind wir die innerirdische Infrastruktur. Und das effektiv, wie es schon gedacht ist, das ist ein Schwerpunkt auf Wasser gesagt. Und da können wir nicht mehr voll unterstützen. Ich meine, Wasserqualität, Trinkwasserqualität, das ist wirklich ein Lebensmittel. Und dafür als Kiesu zu schwer, die wir daran investieren. Du bist so nicht groß auf den Quellenschutz des Kerrangangen. Ich meine, das steht natürlich am Budget dran, kostet alles so ein Schwiss. Da muss man wirklich auf die Firma, die du mal da changieren, das wirklich den ethischen Druck bauen, aber das auch ein bisschen zum Aufschluss bringen. Da wünsche ich da ein bisschen Vertrauen an dich, dass du das ja dann auch so weit kommt. Natürlich kann ich so kritisieren, die natürlich, sie sind viele Sachen, die waren geplant, die doch nicht das Tier realisiert. Wir wissen alle gute Probleme im Bausektor, weil ich so gucke, mit Fassaden, die schon gestimmt sind, die doch nicht das Tier realisiert gehen, oder der Dach von der Herr Frau hat. Das ist schön, dass die effektiv nicht das Tier kommt, gemerkt, wo man gerade mit Corona hatte.
also Männer da hatte, natürlich, mal gucken, wie das hier geht. Das geht im Schnitt einfach, da wünsche ich dem Chef oder den Glücklichen haben, für das zu organisieren, weil das ist ja nicht einfach. Schön, dass natürlich der Mann brach, da bin ich nicht so weit in Führung kommen wie ihr wünscht. Ich könnte auch vielleicht einen positiven Aspekt an anderen Sachen vielleicht. Verschiedene Sachen, du lierst nicht mehr im Fried die Tüten, boah, das muss ich einfach feststellen. Muss ich wie Pumptrack, Fahrrad, Motorikpark und so weiter, die Sachen, die einfach vorgeschrieben gehen, boah, das ist aber noch nicht dort drin, wo ein bisschen bis scheitern. Das ist nicht ganz ehrlich, weil ich meine, es sind auch noch gut Steuerpunkte gesagt, wie ich meine, der Punkt, den man ja auch noch spätestens gemerkt hatte, bei der Kupskorea, dort der Hauptkreisung, wo man geschwört hatte, dass aber Probleme hast, dass Verlust vorher nicht erkannt wird, dass gut berücksichtigt, ein bisschen, dass das begrüße. Etwas, wo man gesagt hat, abgeworfen hat, von der Kirche, was der Frank schon gesagt hat, dass er noch abgegraben, der Porsche überschafft, dass der noch auf den richtigen Strass geht. Ich fand doch positiv, dass er um Ralentisseur an der Mirscher Strass durch den Antrieb, dass er dort weiter schafft. Ich hoffe, dass die Reunion an diesem Moment für Success gekränkt ist. Dann haben wir ja relativ, ganz ein großes wichtiges Thema, sind wir der Wohnungsbau. Das muss ich ganz klar sagen. Ich meine, wir haben hier im Land ein großes Problem. Ein großes Logementsproblem. Als Gemeinde ist hier schon aktiv, das darf ich nicht vergessen. Sie haben hier in der Garü, sie haben noch oben an der Bereich. Und ich kann hier schaut so, wir haben noch darüber geschwärzt, wir unterstützen hier schon um weh und kleine Mies, um den wir weiter zu führen. Das wollte ich schaut mal das Message mal auf den Weg gehen. Dann jetzt nur, ich sage, ihr müsst vorstellen, 100 Meter Budget und 44 gesehen, das als Stand mal Peanuts. Ein paar Posten, die Zürcher wahrscheinlich nur werden am Spiel sehen. Hä? Ja. Das ist schon am rechten so, du musst mal sagen, ja, wahrscheinlich mal nach der Person mehr auf den Tisch reden. Das mal für die PHP auszuschaffen, an wem da noch vier kommen, das. Du bist ja auch Brenner und du wirst ja auf der Versammlung matt kriegen, mir ein schönes Gefühl, wie wenn das dort ein sehr Deal mit den Leuten auf Fall zusammen geht. Ein Deal. Aber bon, dafür ist kein Mann dran, wenn man nicht wissen, wo die Rehe sie geht. Und ich kann ja kein Mann dran setzen, wenn wir nicht verhandelt haben. Ja. Also dankbar für jede Idee, ich weiß nicht, muss ich da gucken, mit den Proprietären und mit den Proprietären nicht, weil ich sehe einfach, wie verkauft, da muss ich da gucken, am Detail, weil da geht es sicher mit den 100 Millionen nicht durch, wie das, wie du siehst. Du für den Service Logement. Das ist am Hannekopf, das heißt, wir können eine Haut frieren, die man so einen liten Boni general, gegebenenfalls brauchen wir die Suche noch ganz klar, das muss ich ganz klar sagen. Weil auch das geht überhaupt, also ich meine, wir haben hier am Allgemeinen für die Saison, wir haben hier relativ viel gekauft, das ist die letzten Jahre. Sie haben hier am Dürfkehr, sie haben vielleicht schon Sachen, die wir noch kriegen. Das flott und wir haben auch unterstützt, dass man die Sachen kauft und man muss sich nicht bedenken, wenn man diese Sachen umsetzt, das kann ich auch besuchen. Und das geht eine große Challenge. Für du, auch von den Hannover so viel Revenue kriegt, weil du kriegst du quasi eine Finanzierung zurück. Von ein paar Jahren, das geht eine große Herausforderung für ein Gemeindebudget für die nächsten Jahre. Das sollte man sich ganz, ganz bewusst sein. Eventuell kommt man dann wahrscheinlich nicht daran, für verschiedene andere Sachen zu priorisieren, wo man einfach muss, eventuell, irgendwann muss man vielleicht sogar hier im Gemeinderat eine Decision, man muss dann Sachen priorisieren, ob man wünscht, es wäre das. Weil man sonst nicht finanziert kriegt. Das muss man heute schon ungeteilt bewusst sein. Das wird wahrscheinlich, so wie ich das anschätze, persönlich nicht, leider nicht ausbleiben. Mit großer Motto, ich meine, das Budget ist schon gesund und das ist gefährlich, weil es den wichtigen Akzent gesagt hat, dann schau dir, was Struktur okay. Das wichtigste Akzent gesagt in dem Bereich vom Wasser. Verschiedene Sachen sind eben Sachen, die man fertigstellen oder die man zur Summe attackiert hat. Und in dem Sinn können wir das Budget unterstützen. Natürlich, bei Bereich natürlich für alle einzelnen Projekte ja, kritisch. Sachen auf Ruhe, weil man die bis zum Tisch rein will.
Merci, Carlo, für den Ausführung und auch den Zustimmung. Das freut mich aber, dass ihn, das weißt du auch, dass ihn trotzdem auch von ihrer Seite aber erkannt wird, dass wir wollen für Biese schaffen, wie man so ganz flott am Anfang immer gesagt hat, ne? Dass nicht, dass ich vorhin heute singe, Zopfel kachen. Wir haben natürlich, du hast ein paar Sachen ganz recht, dass es finanziell schwer geht, aber auch an dem Wolle, wo der Reis auch massiv will, dann unterstützt sie beim kleinen Mies. Einerseits sind ich froh, weil das bestätigt man, dass man demnächst schon die richtigen Riesche hatte, für an die Richtung zu gehen. Wir sollen aber auch nicht so viel Schleim, wie man dem nicht geht, trifft, dass man wirklich gucken, wie man das finanzieren. Und dafür ist der Service Logement, den ich gehabt habe, dass man selber hier können Schalungen setzen, dass man auch maximal als Terrain zu bieten, so gestalten, wie wir sie gehabt haben. Und auch finanziell das rauskriegen nach, um dann, dass es uns nicht mich schlecht könnt. Weil ich schon ein bisschen Gefühl, wenn ich mit dem Staat einen Deal mache, sie kommen zu ihrem, und wie du dann noch siehst, bei der SNH Sperm, als es einfach der Bürgermeister, den dann muss an den Krieg gehen, für das Leute hier vorbeißen, hier noch kriegen. Und das geht mir auch nicht. Und dafür die Reaktion dann noch, die ist eben mir gesagt, dass man selber aktiv gehen auf dem Volley. Bedeutet aber mit Erbisch, bedeutet auch, dass es ordinär Käste im Hub gehen, wo wir es ja wissen haben. Dann will ich nicht so mit der Priorisierung, da gehen ich da vollkommen recht. Das muss man machen. Wir haben es schon teilweise besser gemacht, mit das immens schwer, weil aber halt so ein bisschen, es sind schon ganz viele Infrastrukturen da, mir habe geschwärt, kriege ich einfach zu klein, mir so ein Relais auch, die ich mir genug hier überrannt und da meine ich auch einen Appell, einen ganz wärmen Appell an unsere Regierung, an unsere Ministerien, die an der Verantwortung sind, es geht nicht nur darum, zu behaupten, an reden zu lachen von der Nation, alles, was wir kriegen, was gemäht wird, es muss auch an drunter und da muss ich ihm gesagt gehen. Weil wenn man auf der einen Seite so ein, mir so ein Kollege, alles gratis, Küche geht gratis, Modernisation an der Schule, die Informatikmaterial hier und da, und dann danach muss ich auch feststellen, dass wir aber selber müssen über das Budget holen. Ja gut, dann geht es schwer, dann muss man Priorisierungen setzen, und dafür muss ich dann Jahr für Jahr ein bisschen jonglieren. Wir sind aber guter Ding, bisschen hört viel Potenzial, das sind schon mal ganz sicher. Und das hilft uns dann auch für die Projekte zu stemmen. Aber wenn es dann irgendwann so weit ist, dann werden wir auch den edischen Prä machen. Ich meine, das ist ja nicht eine Bankrotterklärung, wenn man eine Prä möchte. Mit dem Christian, das hat ja erklärt, Bankieren, die werden nicht mehr drauf, dass wir bei sie kommen. Aber ich bin aber froh, wenn man wie mit dem Budget heilen, mit einem Boni General für 7,2 Millionen, kann ich aber einen Abbau von der Schule, einen Krieg, an einer Recyclo-Krog aus eigener Porto-Kasse finanzieren. Voilà, da haben wir aus der Tadlon-Arena, das habe ich gesehen noch nicht, ich würde kommen zu Wort. Da dürfen wir da zum Wort kommen. Roger. Ja. Ja. Cindy. Ja. Loic. Ja. Frank. Ja. Kevin. Ja. Joel. Ja. Christian. Ja. George, ja. Paolo, ja. Und Carlo. Ja. So. Dann haben wir aber noch zwei Punkte. Den wir das Übliche nun mit ein paar Konzessionen beikriegt für den Böschkirchen. Die waren am Dossier, sie da auch verstanden mit denen. Roger? Ja. Ja, Cindy? Ja. Loic, ja. Frank, ja. Kevin, ja. Joel, ja. Christian, ja. George, ja. Paolo, ja. Und Carlo. Ja. Und dann, ich hatte am Anfang vergessen, ich hatte nicht meinen PowerPoint vergessen, ich hatte schon auf Nummer 10 gesagt, dafür hatte ich mal Freiheit geholt, Kind zu freuen. Ob den zwei Frauen vom George. George, ich meine, kurz, dafür drohe ich selber für was du gefragt hast, oder willst du denken machen? Oh, wenn es mir schon sagen, das wird gestern, ich denke, so möchte ich dann profitieren, George, davon. Da und zwar wollte ich wissen, vom Mirio Lotz und der kurze Miriam Agestalt, was dann du versuchst, dass die Parkdisziplin bei den Birgen soll ein bisschen mehr groß gehen, das soll aber nicht in Form von einer reinen Strophe, denke ich, das soll ja edukativ sein, das war ja von uns aufgemäht. Am Gemeinderat.
Und froh ist dann du, wie viel Ticket hat es müssen schreiben? Und ob man auch ein bisschen geguckt hat, wo die Tickets sind, sind die Plätze, die besonders schlimm sind? Falls ja, können wir dann doch nicht gucken, für zusätzliche edukative Maßnahmen zu holen. Sie wird eine Form von einer besseren Beschuldigung vielleicht, dass mit Chloras da nicht auf geparkt gehen. Oder ob einfach Parkplätze fehlen, dann dass wir gucken, ist die Parkplätze beizukriegen. Vielleicht auch einfach in Kiss and Ride irgendwo hinzukriegen an der Gegend, für das eventuell Probleme so können aufgeschafft werden. Beziehungsweise andere Ideen, die mir noch nicht angefallen sind beim Schreiben. Das wäre die erste Frage. Soll ich auch die zweite bei Ihnen oder? Nee, ich gebe mir eine Chance. Okay. Also das ist noch nicht so, weil ich auch bei mir in der Fraktion das hatte, mich noch hier gewarnt hatte. Schon bei mir noch nicht gefragt und wir hatten noch Chance, weil zwei Sachen. Einerseits, aber merci für den Froh, weil das etwas, was ich sowieso ein paar Wochen mehr in die Statistik habe. Das aber logisch seit Oktober, 1. Oktober am Ersatz mit dem Verdelen. Aber gut, du hast da noch gefragt, dafür kriegt er dann noch eine Statistik für 21, das ist auch passend. Nein, Klammer ab, die kriegt auch eine Statistik, die hat mich da doch gefragt, Carlo, zu unseren Mediationsdinger. Ich habe mir dann für 3 Monate gefragt, dass wir da schon proper so gehen. Herr Viaggi, merke ich keine Sorgen, die kriegt das, ich hoffe, sie lauscht heute noch, und sie möchte es, sie wird mir nicht gehen. Lo kommt aber heute darüber zurück. Also, wir haben den 15. März bei so gefangen, den 1. Oktober, hat es dann gering lucht, für dann den Leute nicht Rosen zu machen, mit Leuten darauf hinzuweisen, wenn sie etwas falsch machen. Die musst wissen, dass die Suchen, die gefroht gehen, die sind nicht für die Gemeinde. Darum geht die Gemeinde nicht erst, sondern die geht um unsere Stadt. Außer wir hatten einen Orodateur, oder wie nennt es das, so ein Apparat für die Suchen angeheißt, für zu parken, da könnte man die Suchen antreiben, haben wir aber nicht. So, Miriam hat eine Statistik aufgestellt, für euch ein bisschen da durchzugehen. Die meisten Fraktionen sind an der Route Märsch, mit R20, an Gefolg, ich nenne das 4-5, so eine Aktivität, kleinen Bus, bin ich mit 17, ich kann nur so natürlich die Kinder, aber nicht aufschreien. Rue de la Chapelle 13, Rue des Moulins 12, Rue de la Laiterie 9. Ich gehe mir ganz stark davon aus, dass das die Karte sind, wo Joel ist, wo Kaffee, wir nicht mehr viel Kaffee, ein Kaffee ist, wo mein Auto parken, und dann hat eben so eine Aktivität. Dann hört man aber, also wir haben gelöscht, wir haben 123 seit dem 1. Oktober Protokolle, die ausgestellt sind, von denen 123 ist ein oder zwei dafür drin, wo ein auf einem Parkingstürm, der für Leute, Personen mit reduziert, handicapiert Leute, Sturm, da gehen 4. Oktober die ausgestellt. Also 123 ausgestellt, die Straßen sind ein bisschen genannt, und die größten Infraktionen aus mit Erder 40 und Trottoir parken, mit 22 auch Emplacement, das ist nicht da, wo ihr soll parken, nee, sogar mehr, 26. 5 Stück haben Zirkulation carrément geniert und 1 hat sie carrément zum Stillstand gebracht. Dann hat ihn aber nach, wo Stationnement interdit ausgeschildert ist, 14 Stück, 6 Stück, 5 Meter von einer Kreuzung, 2 Stück eben auf so einem Emplacement pour Personne avec un Handicap physique und dann Remorken 3 Stück. Voilà. Da das du bist, durch quer durch später, sondern soll ich stehen, da könnt ihr da gucken. Das ist schon okay, 123. Ich meine aber, dass es am Anfang echt mehr Rupgang ist, weil die Leute sich auch ein bisschen darauf winnen, dass du ihn wirklich moniert. Ich meine, da gucken wir mal an die Statistik fest, das ist schwer, die Bilanz zu zählen, mir sei gefiel. Also aber so, dass die Leute das verstehen, bei mir nicht mehr früher, die in den Dörf kommen, die nicht verstehen, die dann noch nicht kriegen. Dafür, für die Antwort, wie wollen wir da remedieren? Wir versichern natürlich über das Verkehrsreglement, weil da die nächste Kehr zum Wort vorgelegt wird. Da versichern wir viele Sachen dran, 40 sind, mal zu reglementieren. Das heißt, wir zeichnen über die Jahre auch Parkplätze an. Beim Joel an der Straße versichern wir ein Modell zu holen an der Rue des Jardins. Da waren noch ganz viele andere Straßen, wo die Leute sich da sollen parken. Boah, was sich nicht daran parken, das ist auch Emplacement, da stehen sie einfach im Hai. Am größten Ganzen meine ich, dass es aber
der Sinn ist, den Leute dazu zu kriegen, dass man nicht selber als ein Gefahr kreieren für die Leute, die zu Fuß unterwegs sind, für und allem an den Jahreszeiten lo, als die Fußgänger in Lichtziebel von Autos, die haben so gesagt, die noch nicht dem noch wie wir das von der Trend, lo haben wir halt zu bisschen eine ganz gute Belichtung bei diesen Fußgänger Zebrastreifen, was nicht überall ist, sondern aber, wenn da so Autos da stehen, dann ist das gefährlich. Mehr wie gesagt, wir zeichnen die Sachen an, wir schaffen neue Parkplätze, dass die Leute auch nicht so weit sollen und müssen laufen, aber ich kann natürlich keinen meinen Privatparkplatz am Viergärtchen von der Maison Relais machen, aber ich kann ihm aber anbieten, dass eine anständige Infrastruktur findet, für zu Fuß zu kommen oder man will oder eben sein Auto auf einen von den vier gesehenen Parkplätzen setzt. Schon noch Verständnis, dass nur während der Chantier jetzt fast das wesentlich mehr schwer wäre, aber nur muss das aber schon viel besser gehen. Auf hier in der Zukunft, als an der Dressstation ein Kiss and Ride, Kiss and Drop, nicht Kiss and Ride, weil Kiss für ein Kuss und dann zusammen fahren, ist der Kiss and Drop, das ist du kriegst ein Kuss und da kannst du gehen. Vier gesehen an die haben wir auch los schon gedreht, das sieht man dann auch, wenn man ein bisschen zusammen gucken, dass die auch unter der Schule drin hängen, weil es keinen Sinn für die Kanner, um die andere Seite von der Straße rauszulassen. Ja. Das ist, wir haben eine kleine Statistik gemacht, dann hat wir das dann alle Jahre können machen, dass ich bloß just, die Dors nach relativ Oktober, November, Dezember, das kann ich noch nicht allzu viel damit aufhängen, weil ich nicht weiß, wie der Trend los. So, dann denkt es weiter froh, dann sind wir sehr fertig. Merci für die Antworten, also ich mal, und Erklärungen. An der Schwenkenversetzung vom 6. April 2020 da haben wir gemeinsam hier gestimmt, dass der Greenpeace ein bisschen renoviert wird. Da wären dann, das wäre natürlich Covid-bedingt, wären natürlich noch viel Ausfall, da wäre Baustopp, ich meine, ich hätte ja selber mitgemacht bei der Gär. Ich wollte einfach nur wissen, ob die Erbste fertig sind, wann ja. Ob schon irgendwie in wie geht es auf hier und geht der Kaffee geschwindere Mecke ab? Wo stehen wir da? Was wissen wir? An dem Sinn wollte ich die Frage stellen. Merci. Ja, naja, also den Greenpeace als aufgeschlossen gehen, die Erbste sind fertig. Das ist sogar so, dass man, der Karl hat wieder erwähnt, wir sollten ja auch ausstreichen, da haben wir das letzte Mal den Devi gestimmt, den hat auch den also vier gegangen. Aber da sind wir, da kommen wir mal nicht dazu, das Jahr, sodass die Erbste Lohr an diesem Anfang von diesem Jahr gemacht und dann hast du noch ein paar Augenschrauben, da kriegst du noch den Namen drauf. Aber los wäre pur Sachen, es wäre natürlich auch Corona-Zeit, eine neue Bistro abzumachen, wäre kein einfach. Wir hatten ja einen Exploitant, den wir unterstützt haben bei der Brauerei, aber da kommen zu viel Komplikationen, dass, egal auf welcher Seite, tut sich nicht dagegen. Wir haben einen Kontrakt mit der Brauerei, wo wir der Brauerei sich so und ihr könnt in dran setzen, weil wir es nicht wollen, eben gerade mit dem Exploitant aufgehen, mit dem singen Probleme von der Brasserie. An Brauerei, ich habe noch den Morgen ein telefoniert, ob auch für da wirklich da, den letzten Stand können zu gehen. Leider Gottes, alles nach keinem da. Das ist aber eine Antwort, die am Raum steht, die aber noch nicht Retour kommen. Ich habe mir versprochen, dass ein Anfang Januar die sollte kriegen und einen potenziellen Exploitant. Mit wir nicht richtig die Nummer zu nennen. Die verschiedenen von ich kenne noch vielleicht, aber das kann ich nicht machen, weil er nicht zugesucht hat. Wenn den aber zusieht, dann haben wir ihn. Sonst hat er mir versprochen, sie haben ganz viele Leute, die sich schon. Ich hoffe, dass die Greenpeace geschwind sind, deren auch an der Brasserie mitmischt. Weil wir sind fertig und das, wie wir viel Druck so tun, das bringt doch ein bisschen Leben immer an den Dörfern. Voilà. Damit habe ich auf den Frage geantwortet. Da sage ich merci. Pünktlich um mehr Dauer könnt ihr den richtigen Fernseher gucken. Adi.